Zeichen, starten wir in den ersten weihnachtlichen Stream. Einfach so, weil noch ein bisschen Zeit, Lust und Laune da ist von Subnautica. Denn Unknown Worlds hat mir tatsächlich einen Key dafür noch für die PlayStation zur Verfügung gestellt. Ich habe es ja schon auf dem PC im Early Access gespielt, das ist zur Full-Version geworden. Aber ich habe gesagt, ich würde es mir gerne auf der Konsole angucken, um da vielleicht Platin zu machen. Das so die Prämisse. Und Unknown Worlds hat gesagt, jo, cool, guck dir das Game einfach mal an. Dankeschön für den Key an der Stelle. Und ich habe es noch nicht gestartet. Das machen wir jetzt zum ersten Mal. Von daher, wie immer an dieser Stelle, Headset-Warnung. Ich weiß nicht, wie laut das Game ist. Es ist die aktuelle Version. Ich habe nämlich gerade geguckt, ob noch Updates da sind. Nein, sind sie nicht. Wir spielen auf der Version 1.0.5. Das Ganze, wie immer, ohne Super-Sampling-Modus, der wohl ein bisschen rumbangen soll, weil dann das Spiel anfängt zu ruckeln, laut Hörensagen von Salista Belladonna, die offizielle PlayStation-Reporterin der Herzen. Wir spielen tatsächlich nicht auf einer Super-Sampling-Auflösung, sondern tatsächlich auf einer nativen 4K-Auflösung. Das heißt, Super-Sampling ist bei mir halt tatsächlich nicht an, weil nicht verfügbar. Wenn das jetzt ruckeln sollte, weiß ich nicht, was ich tun sollte, außer hier oben Full HD einzustellen oder so. Ja, bin ich gespannt drauf. So viel zur Unmod. Let's go. Nein, ich lösche es nicht. Alles gut. Ich will nicht das Spiel löschen. Ja, eben. Und die ganzen alten Namen, Snorbart und auch Varg, sind halt mittlerweile nicht mehr bei Blizzard. Die halt Blizzard zu dem gemacht haben, was halt Blizzard war. Das ist halt schade. Und das waren deren Firmen. Und die haben sich halt, sage ich mal, zurückgezogen in einem Alter, wo man eigentlich noch nicht in Rente geht. Und es ist kein DLC, Varg. Tatsächlich habe ich auch schon gesagt, wenn da Infos sind, sollen sie mich bitte anmailen. Sie gehen wieder in den Early Access mit Subnautica Below Zero. Das wird ein eigenständiges Spiel, kein DLC. Und es soll die gleiche Klamotte durchlaufen wie halt Subnautica. Also komplett Early Access Road. Dass Spieler halt eben ihr Feedback geben können. Bin ich sehr gespannt drauf. Drücke Options. I will drücke Options. So, Einstellung. Gucken wir mal. Untertitel. Untertitel aktiviert. Geschwindigkeit. Gesamtlautstärke, Musiklautstärke, Stimmen. Gucken wir mal, wie das gleich im Wasser ist. Ob die Musik dann auch die ganze Zeit ist. Wenn ja, können wir die leiser machen. Das lassen wir so. Grafik, Farbkorrektur aus. Was haben wir denn da? Neutral, Film aus. Lassen wir erstmal aus, ne? Okay, die Musik ist schon ein bisschen laut. Sicht, Umkehren, Horizontal, Vertikal, Tastenbelegung, Primär, das wird das Spiel mir ja wahrscheinlich erklären. Ich mach mal die Musik noch ein bisschen leiser, weil die ist ein wenig laut. Gesamtlautstärke, Musiklautstärke. Achso, mit dem rechten Stick, okay. Gewöhnungsbedürftig. Machen wir die mal, Alter, relativ empfindlich, auf 50. So, einmal zurück. Das sollte passen. Jetzt habe ich die Sicht nicht geändert, ne? Aus, okay, perfekt. Und dann einmal spielen. Auswahlmöglichkeiten, ob Survival oder so. Kommt noch? Starte ein neues Spiel. Auswählen. Ah, da ist es, okay. Wieder die EA-Straße, ja, Early Access-Straße. Also komplett, wieder komplett so wie beim Ursprungsgame. Weil sie damit halt gute Erfolge hatten, wie sie selbst gesagt haben. Und Spieler sich halt eingebracht haben. Und, das hat jetzt Story. Im Early Access, als wir es gespielt haben, tatsächlich gab es keine Story. Deswegen, ich bin gespannt, was die Story hier halt ist und ob wir es halt durchspielen können. Weil durchspielen in dem Sinne ging im Early Access halt nicht. Überleben. Strand auf einem gefährlichen fremden Planeten, nutze Rohstoff und kämpfe Hunger und Durst, um zu überleben. Wieder Überlebensmodus plus ohne Hunger und Durst. Hardcore. Überlebensmodus mit nur einem Leben. Keine O2-Warnung. Kreativ. Baue alles ohne Einschränkung. Sauerstoff, Nahrung, Wasserdruck. Nein. Nein, nein. Ganz normal überleben. Das ist das Normale. Ein bisschen essen, ein bisschen trinken, ein bisschen Fische fangen. Und natürlich Ressourcen rankarren. Das ist das Spiel. Freies Spiel. Nö. Das ist, mal schon überleben. Und Yokai, ja, wir gerade erst angefangen. Sei gegrüßt, heute ein bisschen länger gequatscht, weil Weihnachten ist. Dir auch noch ein frohes Fest gewünscht. Ja, Überlebensmodus. Perfekti. Blub Vivi unter Wasser an. Hör auf. Wir kommunizieren immer mit Blubbel unter Wasser. Ah. Okay. Ah, ihr seht ja unten Lade Aurora und Lade zwei verschiedene Ladescreens, okay. Cool, erstmal, dass ich den Start eines Games im Stream mitbekomme. Ja, heute ist das echt ein bisschen später unterwegs, Yokai.
Ach, Vivi ist am Handy. Ja, der PC ist hinter mir, aber da ist Vivi nicht. Ja klar, die ist in Berlin bei ihrer Mutter. Das heißt, die ist im Moment nur mobil da. Und Rosan sei auch gegrüßt. Und ich fand es, wie gesagt, mega im Early Access schon. Und deswegen wollte ich es ja immer mal spielen, wenn es fertig ist. Und dass ich es jetzt auf der Konsole ausprobieren kann, in der Hoffnung, dass es da gut funktioniert. Achso, eine Sache wollte ich noch in eigener Sache sagen. Ich weiß, interessiert wahrscheinlich keinen. Sunset Overdrive kommt nicht auf YouTube. Hat YouTube kaputt gemacht. Ich habe 70 GB hochgeladen. Und YouTube so... kaputt. Ich lade es nicht nochmal hoch. Sorry. Eine ganze Nacht gedauert. Weiter mit beliebiger Taste. Keine Ahnung, was YouTube im Moment für Zicken hat. Die Videos überhaupt, die ich gerade hochlade, habe heute einen Schreck gekriegt, sehen aus, als ob die 20 FPS haben. Es sollte 1080, 60 FPS haben, aber YouTube scheint im Moment den Codec komplett durch die Gurke zu hauen. Ich dachte schon, mein PC ist kaputt. Aber bei mir ist in der Aufnahme ist alles in Ordnung. Keine Ahnung, was YouTube da gerade macht. Interessiert wirklich keinen. Ja, ja, eben, das ist das Leben des YouTubers. Das ist schon Hashtag gestern. Weiter mit Video-Taste, let's go. Benutze das Feedback-Menü, um Fehler zu melden und Feedback zu geben. Okay. Und Pedda, sei gegrüßt, dir auch ein frohes Neues. Frohes Neues, ich meine frohes Fest. So lange waren wir gar nicht weg. Weißt du schon, hier mit Weihnachten und Essen. Ich hoffe, du auch. Okay. Erstmal nehmen wir hier den Feuerlöscher. Wie nehmen wir denn? Den Feuerlöscher nehmen. Let's do it. Und dann mit R2 Feuerlöscher benutzen. Sehr gut. Erstmal hier, erstmal ein Anfeuern. Ja, schon wieder Barbecue hier. So. Starte Notfallmodus. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive. To keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Okay. Drücke um den der Touchpad, um den PDA zu öffnen oder zu schließen. Aha. Digipad links und rechts zum Auswahl der Schnellzugriffsplätze. Alles klar. Sehr gut. Perfekt. Beschädigte sekundäre Ich mach erstmal die Kamera wieder an. Ja, ich bin direkt... Ich habe so viel heute fröhliche Weihnachten gewünscht. Ich bin jetzt einfach direkt schon zum neuen Jahr gesprungen. Wenn ich gleich zum Geburtstag gratuliere. Sorry. So. Was müssen wir denn machen? Das heißt, Test der Schaltkreise. Fehlgeschlagen. Sekundärsystemkommunikation. Notübertragung. Auftriebskörper. Und Hüllenintegrität. Das waren Solarenergiezellen. Die bieten Energie. Ich weiß gar nichts mehr, wie ich feststelle. Beschädigte Sekundärsysteme, Reparaturwerkzeug benötigt. Da ist ein Fabrikator, da kann ich irgendwas fabrizieren. Grundmaterialien und Elektronik, Titan, Metallschrott, Titanbarren, Silikongummi, okay, da brauchte ich das, was da steht. Da brauchte ich Metallschrott, Titan, die Pflanzenbohnen, Quarz, Salzablagerung, Röhren, Korallenprobe und hast du nicht gesehen. Und Elektronik, Kupfererz, Säurepilze. Also erstmal wieder alles mitnehmen. Alles klar, ich weiß davon gar nichts mehr. Wir bräuchten das Reparaturwerkzeug. Persönliches, Ausrüstung. Aha, Standardtauchflasche braucht Titan. Schwimmflossen, Medikit, Feuerlöscher, eine Leitung, eine schwimmende Luftpumpe. Was, ein schwimmendes Gerät, das Luft in Leitung pumpt. Dient als Startpunkt für ein Leitungssystem. Aha, okay. Und Werkzeuge. Scanner, Reparaturwerkzeug, Silikongummi, Höhlen, Schwefel und Titan. Okay, ich habe keine Ahnung, wie die Crafting-Kette war.
Ich habe seit 2 Tagen Muskelkater vom Laminat vorlegen. Wieso verlegst du Laminat? Und wo verlegst du Laminat, Lomo? Bei dir? Was brauchte ich nochmal für Silikon? Da brauchte ich die Schlingpflanzen. Okay. Ich glaube, wir gucken uns erstmal so ein bisschen um. Was hier was war. Da konnte ich eine Leiter benutzen. Hier war ein Medikit-Fabrikator. Der hat ab und zu was fabriziert. Ne? Das konnte man nämlich einfach rausnehmen. Das konnte ich dementsprechend dann benutzen. Leben ist gut. Ja, wir brauchen Nahrung und Fische und Zeug und Reparaturwerkzeuge. Ja, ja, ich erinnere mich. Also wir brauchten unten links natürlich nochmal kurz erklärt für alle, die es früher nicht kennen. Lebensanzeige, Hungeranzeige, Durstanzeige und Sauerstoff, den wir brauchen, wenn wir gleich tauchen. Ich sollte nicht zu lange rumstehen, weil natürlich Durst und Hunger weitergeht. Ergo müssen wir zumindest erstmal ganz kurz gucken. Eltern, okay. Ja, und da ist unser Schiff. The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Ja, kann ich mir merken. Ich habe ja auch im August Peller. Wie, was denn für eine Tüte Chips? Sonst isst sie nie Chips. Sonst fallen die mal in mich rein. Ja dann. Gehen wir mal schwimmen. Hol dir nasse Füße. Ah ja, da waren schon mal Fischis. Wie fange ich die denn? Ach du Scheiße, mit X. Ah, da war schon mal ein Fisch. Ah ja, das waren glaube ich die Fische mit Luft, ne? Die musste ich irgendwie scannen oder so. Aber ich habe ja noch keinen Scanner. Wie mache ich denn das alles? Weiß ich nicht. Ich hab's vergessen. Ich weiß gar nichts mehr. Ich gehe erstmal schwimmen und fange ein paar Fische. Das ist, glaube ich, schon mal... Alter Schwede. Gar nicht mal so einfach. Wie ein Boomerang. Ach, Knoblauchkinder. Okay, ich dachte schon. Die waren, glaube ich, für Wasser. Alter, das ist gar nicht so einfach, die zu fangen. Aha, okay. Alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Ja, ja, das machen wir alles. Kann ich dich auffangen? Oh nee, du bist so groß, ne? Das kenne ich gar nicht. Du bist ein Rochen-Moped. So. Ja, erstmal so ein bisschen, dass wir Nahrung und Wasser haben. Ich glaube, wir aus den einen Fischen konnten wir, Säurepilze nehme ich schon mal ein paar mit. Wenn wir schon mal welche haben. Im Moment sind hier relativ wenig von diesen Wasserfischen. Ah, da ist noch einer. Den will ich auch noch haben. Können wir nämlich uns, glaube ich, schon mal Mineralwasser craften oder so. Ich weiß es, wie gesagt, nicht mehr. Ist schon so verdammt lange her. Also, wie gesagt, die Build Orders oder so habe ich alle... Alter Schwede, es ist echt nicht leicht. Zerbricht den Kalkstein. Ja, gleich. Lass mich erstmal hier die Probleme lösen, indem ich erstmal die Fische fange. Naja, den habe ich. Das waren 2, ne? Ein Selterfisch, ja quasi. Den bringst du aus und dann kommt halt Wasser raus. Die haben halt irgendwie so Filterungsdrüsen. Da wird halt das Salz aus den Drüsen rausgefiltert. Ja, quasi wie beim Menschen. Also nur, dass wir halt Salz schwitzen. Aber sonst ist es das Gleiche. Nur anders, verstehst du? Ja, ja. Okay, die gab's, glaube ich, da ist noch so ein Fisch, die will ich erstmal haben. Das war so ein kleinen, wow. Alter, das Spiel ist, ich kann mich nicht erinnern, dass es auf dem PC so schnell war. Was jetzt rein theoretisch gut ist, weil die Performance gut ist. Alter, ist das schnell. Da muss ich mir erstmal dran gewöhnen, ansonsten muss ich die Sensitivität runterstellen. Ey, kommt mir vor wie der letzte Plepp am Bett. Das war der falsche Fisch. Hätte gern den anderen Fisch. Wo ist er denn hin? Gibt's das auch in VR? Für die PlayStation noch nicht. Ich warte und kriege hoffentlich noch eine Antwort. Ich weiß natürlich nicht, ob ich die Antwort dann preisgeben darf. Genau diese Frage, ob es für PlayStation VR kommt, habe ich der PR-Frau von Unknown Worlds geschrieben. Weil ich auch gesagt habe, ey, ich würde das ganz gerne auch mit meiner PlayStation VR-Brille spielen wollen. Wie sieht's denn aus, nachdem es Oculus Rift und HTC Vive Support bekommen hat?
Wie sieht's denn da mit Support aus? Leider aber im Moment noch nein. So, dann lass uns mal ganz kurz kochen. Ich glaube, das ging hier nämlich so. Das war der Kommunikator, da war der Fabrikator, genau. Und da können wir erstmal Nahrung bauen. Wasser? Wasser ist schon mal geil. Aus dem Blasenfisch. Ja, der heißt doch sogar schon Blasen. Da können wir nämlich, H2O mit, nur gefiltert mit Hilfe organischen Membran. Nicht vegetarisch. Ja, machen wir fertig. Ich kann immer noch nicht alle herstellen. Das haben sie anscheinend noch nicht eingebaut oder nicht eingebaut. Ein Knopf für Mehrfachherstellung zumindest sehe ich den gerade nicht. So, mal gucken, ob das Zeug auch stackt. Gekochte Nahrung, gekochter Glubscher und gekochter Bumerang. Schmeckt gut um die Flossen herum. Ja, dann machen wir die erstmal. Einfach mal ein bisschen was essen. The fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids, and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Ah, ist das jetzt ein Ark unter Wasser? Nee, Ark ist mehr oder minder komplett anders. Kacke halt. Subnautica ist nicht kacke. was? Und da gerade Eddie aus der Reihe. Morgen Abend, wie gesagt, zur selben Uhrzeit wieder mit quatschen und dann anschließend wahrscheinlich wieder weiterspielen. Weil das Spiel ist halt super chillig. Wenn ich einmal ein bisschen drin bin, kann man auch wieder dezent quatschen, weil es halt mehr oder minder zulässt. So, dann haben wir das. Achso, ich hätte sogar pökeln können. Ja, okay. Interessant ist, dass da jetzt tatsächlich einsteht, aber ich im Moment nichts benutzen kann. Was soll ich denn jetzt hier noch benutzen können? Achso, ich brauche so Silikongummi und einen Blasenfisch. Notfallaufsichtskörper, chemischer Gas zum persönlichen Auftrieb. Silikongummi, Titan, also wir müssen sowieso erstmal alles Mögliche erstmal hier rankarren. Muss man jetzt ganz kurz gucken, was wir jetzt hier im Pettchen haben. Da haben wir Säurepilze. Ach, und das stackt tatsächlich noch nicht. Also das haben sie auch nicht gemacht, okay. Das Medikit heben wir auf. Wie kann ich das umsortieren? Essen ist das. Hier oben habe ich die Anleitungen. Signale, da haben wir noch nichts. Fotogalerie, Tab 1 und Baupläne. Das ist erstmal unwichtig. Ich würde das gerne umsortieren. Wie kann ich das denn umsortieren? Ich möchte jetzt, nehmen wir erstmal hier so einen Fisch. Viereck ist es nicht. Kreis macht das Ding zu. Dreieck geht auch nicht. Oh, Screenshot vom PDA gespeichert. Also rechter Stick reindrücken ist Screenshot. Linker Stick macht gar nichts. Ich weiß nicht, wie ich es umsortiere. Ja gut, den Screenshot kann ich löschen, wenn ich den hier löschen kann. Oh, interessant. Entfernen. Dankeschön. Keine Mehrfachherstellung, sind wir im Wilden Westen? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Mit dem Unterschied, dass das vom kleinen Indie-Studio ist und nicht von, weiß ich nicht wem. Hi, ne? Dr. Flalus. okay, dann lass uns das Ding erstmal essen, weil wir müssen essen. 19 Nahrung und 30 Nahrung. Dann essen wir erstmal so ein. Essen so ein und essen noch einen großen. Und können trinken. Trinken stellt 20 her. Okay, dann haben wir nämlich auch das, können noch einmal trinken. Dann haben wir noch Essen und Trinken dabei. Weiß jemand die Tasse auf der Konsole, wie ich das umsortieren kann? Weil anscheinend geht's nicht, oder? Naja, keine Ahnung, war später mal interessant. Egal. So. Let's go. Komme ich nicht auch unten raus? Doch, ich kam auch hier unten raus. Im Zweifel 30. kommen wohl auch Uncharted 4 und The Last of Us dazu. Okay. Ja, auf jeden Fall ihr Geld wert. Auf jeden Fall ihr Geld wert. So, Säurepilze. Windgras. Das kann ich nicht nehmen. Die Säurepilze hatte ich schon einige, ne? Ja. Alter Schwede, das ist ganz schön dunkel. Aber auch bei mir, also nicht nur bei euch. Da haben wir nochmal so einen Wasserpilz. Den nehmen wir mit. Nicht Wasserpilz, Wasser... Blubschi. Shift A, Alt F4. Ja, ja, ja. Mhm. Das war doch die Taste für Instant Resubben, oder?
Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core, sustained during planet fall. Pet schütteln. Packen wir erstmal hier das Ding weg. So, ich sollte gerade, ja gut, jetzt haben wir natürlich nachts, jetzt sehe ich gerade nicht viel, irgendwo Ärzte. Wenn da die PS4 schütteln, da wird nichts geschüttelt. Empty Boy im 7. Na Markus, rein in den 7. und auf viele weitere. Mach weiter so und fröhliche Weihnachten, Empty Boy. Danke für 7, wünsche ich dir auch. Schönen guten Abend. Ja, unter Wasser sehen wir jetzt leider nichts, weil wir noch nicht beleuchtet sind. Das macht es nämlich gerade ein bisschen schwer, weil ich nämlich jetzt keine Ärzte hier erkenne. Also, ihr erkennt gar nichts. Die Frage ist, sollte man vielleicht nochmal tagsüber abwarten. So ist vielleicht für euch besser, ne? Ich glaube, ich mach mal so. Wenn es leicht zu hell sein sollte, sagt mal Bescheid. Aber zumindest seht ihr so ein bisschen was. Nee, kein Spotlight-Fisch, der uns anstrahlt. Wir sind noch nicht radiofiziert, wir leuchten noch nicht im Dunkeln. Hi. Okay. Was war das? Irgendwas Neues? Ah. Ich erinnere mich an diese Fische. Die war kacke. Wo war der jetzt drin? Der hier drin? Oxygen. Oh, Sauerstoff! Zu hell? Ja, ja, vielleicht. Das müsst ihr dann sagen, ob es zu hell war. Suizidfische, absolut. Und die brauchte man für irgendeine Komponente. Und ich weiß nicht mehr, wie man die bekommen. Da. Da war nämlich der Schwefel drin. Da habe ich nämlich lange für gesucht. So, da hatten wir das. Da war Säurepilz. Da war Quarzi, Quarzi, Quarzi. Nehmen wir gerne mit. Ach, da oben war noch mehr Quarz. Okay. Ja, ist jetzt zu hell oder was? Oder wie? Oder wo? Ein großer Sauerstoff. Termitenfisch. Tretminenfisch. Ja, alles kaputt macht Fisch. Oh, guck mal, da vorne ist das erste Ding, was wir scannen könnten, wenn wir einen Scanner hätten. Einen Scanner brauchen wir auch dringendst. Einfach der Bumsfisch, der bumst dich aus dem Leben weg. Oh mein Gott, so hell? Ja, jetzt wirklich? Ich fand's bisher zu dunkel. Ja, ihr müsst das sagen. Ihr seid der Chat. Ich bin der Pleb. Die Rollenverteilung ist doch hier. Kann ich irgendwie aufsteigen? Achso, kann ich das wegpacken? Okay, wie kann ich denn aufsteigen? Ah, so. Mit den L-Tasten. Ah ja, mit L. Wobei interessant, dass L1 aufsteigen ist und R1 absinken. Ich hätte es genau umgekehrt gemacht, aber okay. Für mich ist es gut. Gut. Dann, Zocknaff, hast du wenigstens was gesagt. Dunkel war es, der Mond schien helle, als sein Auto blitzschnelle langsam unten die Kurve fuhr. Drinnen saßen schweigend Leute... Nee, Quatsch. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft. So, haben wir da drin noch was? Ich würde nämlich noch so ein Schwefelmoped gerne mitnehmen. Ah, jedes Mal, wenn ich in dieser Höhle bin, ist mein Oxygen alle. Das ist aber Belastung. Brauche erstmal hier Pumpen. Pumpen wären toll. Also, Analyse-Moped wäre geil und Sauerstoff, mehr Flaschenplatz, weil so kommen wir nicht weit. Und ein Messer, damit wir auch die Korallen mal abschneiden können. Jetzt suche ich schon wieder die Höhle, ey. So. Was, warte mal, da war Erz, ne? Ah, ja. Is an essential component of all Kupfer haben wir. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. Okay, das nehmen wir mit. Säurepilze, wie gesagt, haben wir. Da brauchen wir jetzt noch nicht so viele von, glaube ich.
Ich weiß nicht, was das war. Das sah aus wie Titan. Titan und Kupfer oder so. Nehmen wir erstmal alles mit. Was? Rücken an Rücken? Starten sie sich in die Augen? Den Teil kenne ich nicht. Zocknerf. Ja, yeah, orientierungslos geht's hier auch in Subnautica weiter. Wo ist mein Auto? Da. Ich muss zu meinem Auto. Ah, da ist auf jeden Fall noch Ernst. Also wer hier Orientierung in dem Biom erwartet, also da seid ihr falsch. Das heißt, das Ganze wird ewig dauern, bis wir uns hier mal kartografiert und durchgedingst haben. Ein Meffer ist immer gut. Tauchen ohne Meffer ist wie Fliegen ohne Fallschirm. Ja eben, wenn da hier die Moräne ankommt, musste der Moräne ja zeigen, wer der Boss ist. Da musste eine Schlitzi-Schlitzi-Moräne. So, lass mal gucken, was wir jetzt machen können. So, Fabrikator, Ressourcen, da kann ich Grundmaterial, Titan aus Metallschrott, okay. Titanbarren aus 10-mal, Silikongummi, da haben wir noch nicht die Samen, Glas aus Quarz und Chlorbleiche. Aha. Elektronik, was kann denn Elektronik? Kupferdraht, Batterie, Computerchip und Kabelsatz. Ja, das wird besser werden, wenn man sich das alles einmal irgendwann gemerkt hat. Persönliches und Geräte, Seegleiter. Bestandteile unbekannt, mobile Fahrzeugstation und wasserdichter Behälter. Später Ausrüstung. Standard-Tauchflasche. Braucht dreimal Titan, haben wir nicht. Schwimmflossen, Silikongummi, haben wir nicht. Medikit, haben wir nicht. Feuerlöscher, haben wir, brauchen wir nicht. Leitung. Eine schwimmende Luftpumpe. Aha. Eine Batterie brauchen wir. Und Silikongummi. Das heißt, da brauchen wir den Schwefel für und das Titan. Die Taschenlampe braucht auch Batterie. Also brauchen wir schon mal mehr oder minder zwei Batterien. Silikongummi wäre auch geil, aber brauchen wir die Pflanzen. Und mehr Silikon. Also brauchen wir erst, glaube ich, ein Messer, eine Leuchtfackel. Und ein Konstruktionswerkzeug. Okay. So viele Entscheidungen. Markus schwimmt in jedes Loch rein. Ja, ich muss doch gucken, was da drin ist. Ich muss doch das anatomisch korrekt ausleuchten. Batterie. Was braucht denn eine Batterie? Ressourcen. Grundmaterialien. Da war keine Batterie dabei. Da ist eine Batterie. Ein Säurepilz und ein Kupfererz. Ja, das kriegen wir doch hin. So. Neuer Bauplan. Eine ganze Energiezelle. So. Scanner. Zum Ermitteln von Technologieblauplänen an Daten an lebende Organismen. Dann nehmen wir doch erstmal den Scanner. Blub. Das heißt, wir brauchen Silikongummi und ein Titan für ein Messer. Und auch Silikongummi dafür. Wofür brauchten wir denn jetzt noch die Batterie? Das hatte ich. Wofür war denn die... Achso, für die Taschenlampe. Ja, können wir vielleicht später machen. Also Silikongummi wäre geil. Ja, die Leuchtfackeln sind dafür zu unwichtig. Das Reparaturwerkzeug. Also brauchen wir Silikongummi, dafür brauchen wir... Die Pflanze, die wir noch nicht gesehen haben. Ich weiß ungefähr, glaube ich, noch, wie die aussieht. Das heißt, wir sind eigentlich good to go. Weil ansonsten kann ich an Ausrüstung auch nichts bauen. Wir haben nur ein Titan. Wir brauchen mehr Silikongummis. Tatsächlich super viel Silikon. Na gut, das kriegen wir irgendwie hin. So, dann... Achso, Metallschrott. Besteht hauptsächlich aus Titan. Achso, das kann ich ja dann wahrscheinlich kaputt machen, oder? Das können wir ja mal machen, weil das müllt ja gerade extrem das Inventar zu. Schnellzugriff zuweisen. Ja, welchem? Wie weise ich den denn jetzt zu? Gute Frage. Nächste Frage. Ich habe keinen blassen Schimmer, weil ich kann nur X drücken und dann landet es auf Platz 1 in der Schnellstartleiste. Und wenn ich den drücke, fällt der irgendwie raus. Keine Ahnung. Ich würde den Fisch in der Mitte gerne wegmachen, aber das funktioniert irgendwie nicht. Habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, der ist schon zugewiesen, ich weiß, aber ich kann nur zwischen 1 und 3. Wie lege ich den jetzt auf 2? Das ist mehr oder minder die Frage. Weil, Selbstscan. Self-scan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. Aha. Und ich sehe gerade, der hat irgendwie eine Haltbarkeit. Ich kann mich nicht erinnern, dass er damals eine Haltbarkeit hatte mit Ladezustand. Eventuell müssen wir für den auch die Batterien laden. Das ist neu, ich glaube, das gab es früher auch nicht. Ja, wir nehmen nochmal ein Medikit. Gab es hier drin nicht auch einen Schrank? Ich glaube, hier gab es doch aber auch einen Schrank drin, oder? Dass man hier irgendwas noch drin storen konnte. Ich glaube da, genau. Ja, guck mal an. Da haben wir nämlich auch noch Wasser und Essen. Das heißt, wir können den Feuerlöscher da mal reinpacken. Behälter wechseln. Schnellzugriff zuweisen, Behälter wechseln. Ah, okay. Dann kann ich halt einfach mit rüberplöppen. Ein Medipack können wir schon mal da reinbunkern. Und den Metallschrott kann ich umwandeln. Dann müssen wir das auch einmal ganz kurz machen. Nee, da ist der Fabrikator. Lul. Ressourcen. Grundmaterialien aus Metallschrott. 4x Titan. Ja, mach mal. Und sonst kann ich mit dem Metallschrott nichts machen, ne? Nö, Quarz. Tatsächlich nein. Basti, sei ihr grüß, schönen guten Abend. Guti. Dann können wir das, glaube ich, auch erstmal da reinpacken. Der nimmt das ja alles dann aus der Kiste, glaube ich, raus. Da haben wir auf jeden Fall eine Menge jetzt an Titan. Ach, das gute Inventory-Management-Spiel. Und nochmal ein paar Fische. Achso, die Fische kann ich erstmal zum Mineralwasser machen. Wobei, 2 Stück können wir trinken, dann kann ich essen. Warte mal, die können wir auch immer eben nochmal zubereiten. Ich suche mal dieses Ding hier. So, einmal nochmal bitte Wasser. Guti, dann können wir die restlichen Fische auch nochmal eben ganz kurz... Achso, ich hatte keine gefangen, alles klar. Dann können wir die aber essen. Das heißt, wir haben noch einen 17er Fisch. Ja, dann ist den. Das passt. Und dann haben wir nochmal Wasser. Ah, das passt auch. Auf der PC-Games-Seite gibt es übrigens eine recht brauchbare Übersicht in Form von Listen bezüglich des Crafting-Markus. Es ist einfacher, als sich immer durch die Baumstruktur des PDAs zu kämpfen. Das kommt mit der Zeit, El Topo. Wie hat am Anfang muss man, oder... Lernt man das? Ich meine, ich habe es ja mehr oder minder schon mal gespielt. Ist nur verdammt lange her, 2 Jahre oder so. Nachher weißt du es einfach. Das merkt man sich dann irgendwann. Am Anfang ist es wieder die komplette Überforderung, weil du nicht mehr die Build-Order oder so kennst. Aber das macht auch den Reiz des Spiels aus. Wenn ich da jetzt reingucken würde, würde ich mir eventuell vielleicht spoilern, was noch Neues dazugekommen ist. Und das möchte ich am Anfang erstmal nicht. Weil ich hoffe halt, dass sie vielleicht noch das eine oder andere zu damals halt geändert haben. So. Achso, das war einfach nur Cargo. Nee, da muss ich den kennen. Seegleiterfragment. Ah, warte mal. So, Seegleiterfragment gescannt. 50%. Okay. Da war nichts drin. Ist das Ding jetzt auf 100% immer noch oder verliert das Energie? 99, alles klar. Also können wir 99 Items scannen. Danach brauchen wir eine neue Batterie. Roger. In Kambodscha. Das ist neu. Das gab es vorher nicht. Da konntest du scannen, bis die Schwarte kracht. Und Maba, sei gegrüßt, dir auch ein frohes Fest. So, das heißt, wir müssen uns jetzt mal ein Stückchen umsehen. Dass wir eventuell... die Mopeds finden. Alter, die zu scannen wird ja der blanke Horror. Aha. Ein Blasenfisch. So.
Wo war der erste Park mit, ich weiß es nicht mehr. Der war irgendwo. Ich weiß auch nicht, ob die Biome jedes Mal random sind. Ich habe es halt auch nur einmal gespielt. Ich suche jetzt quasi so einen Seetang. Und an diesem Seetang waren die Dinger. Die habe ich super lange gesucht. Die brauchst du halt für dieses Gummi. Ah, da vorne ist nochmal... die fangen an. Die böse? Ich weiß gar nicht, die kann ich. Die kenne ich gar nicht, aber die kann ich auch nicht nehmen. Scheint nicht böse zu sein. Sagte er. Aua, habe ich den noch gescannt? Ich glaube nein, oder? Oder vielleicht doch? I'm not quite sure. Erstmal alles scannen. Den Augenfisch schon? Naja gut, jetzt will ich aber auf jeden Fall... Achso, ein Kreaturenei. Den Schwefel will ich natürlich jetzt noch haben. Ja. Achso, das hätte ich vielleicht auch scannen können. Aber hier will ich jetzt noch das... Zeug haben. Ja, chill! Detecting sulfur deposits in the local cave systems. Ja, ja. Nein, nein. Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Ich wollte nur noch den Loot haben, Chat. Alles gut. Wir leben noch. Nichts passiert. Upsi. War close, war close. Na gut, hier sehe ich jetzt nichts, weil es dunkel ist. Tja. Leben am Limit, so sieht's aus. Lass mir doch von der Dunkelheit nicht sagen, was ich tun soll. Scheiße, ist das dunkel hier. Ja gut, nachts wird es jetzt ein bisschen schwierig. Das heißt, wir können die Nacht nochmal nutzen, um vielleicht nochmal ein paar Fische ranzukarren. Oder ein paar Subs. Die nehmen auch mit. Und Yokai, ich gucke eigentlich immer nur über YouTube zu, aber nice, den Stream selbst mal zu verfolgen. Mach weiter so wie bisher. Immer eine gute Entscheidung, dich einzuschalten. Danke fürs Lob, das freut mich, Yokai. Dickes Dankeschön für 6 Monate. Ja, sorry, dass YouTube im Moment so rumspinnt. Es liegt echt nicht an mir. Sorry dafür. Ich wünschte, das würde besser funktionieren im Moment auf YouTube. Keine Ahnung. Wurde gerade ja schon scherzhaft gesagt, YouTube stirbt. Keine Ahnung, was die mit dem Codec machen. Ja, Dankeschön für ein halbes Jahr. Fröhliches Fest gewünscht. Dankeschön. Die nehmen wir natürlich gerne mit, wenn wir schon mal hier sind. So. Genau, Dixie Bumsi, danke fürs Mithypen. Achso, die Taste. Und was ich halt an dem Spiel halt so geil fand, ist halt genau das Erkunden, das Rausfinden, was hier an Materialien ist, wie du sie verwendest, wofür du sie brauchen kannst. Dabei halt zu überleben, sprich Hunger und Durst halt zu maintain. Und der Basenbaum. Dass du halt relativ flexibel eine Basis bauen konntest. Wie du sie halt haben willst, was du halt eben nutzen möchtest, um halt daraus... Ich kann den nicht scannen. Ja, dass das halt geil war. Alter, dieser Fisch nervt. Ja, der Fisch nervt. Ich würde den gerne scannen. So, da war der Boomerang. Ja, das war der. Okay, da war der Boomerang. Wie ein Boomerang.
So, weil das Erste, was ich dann nämlich irgendwann auch erreichen möchte, wäre tatsächlich auch eine Basis, um erstmal autark eine Selbstversorgung hinzubekommen. Das heißt, weil im Moment leben wir ja, wie man hier halt sieht, von Hand in den Mund. Das heißt, wir fangen uns halt Fische, um damit halt überleben zu können. Das ist halt nicht effektiv, weil wir halt sehr viel Zeit vom Tag halt verschwenden, halt zu jagen. Und irgendwann kannst du halt einfach nicht mehr bunkern oder musst halt dann eben Kisten bauen. Und wenn wir uns dann halt selbst versorgen können, ist das schon halt nice. Und er ist wieder, komm gut ins Bett, schlaf gut. Es ist auch extrem geil, Lou, tatsächlich. Sonst würde ich es jetzt nicht ein zweites Mal spielen. Und wie gesagt, ich würde gerne versuchen, Platin zu machen. Und Platin sieht in dem Spiel so aus, dass du mehr oder minder einfach nur alles machst, was das Spiel halt hergibt. Du musst halt nicht irgendwelche super komischen Tasks halt machen. Ist halt mehr oder minder so ein bisschen erkunden, sammeln und immer tiefer halt vordringen. So, ja, ich sehe jetzt nur leider im Moment hier nicht so viel. Säurepilze hatten wir ja noch, ne? Wie viel haben wir jetzt noch? 92% auf dem Scanner? Ja, okay, das ist ja okay. Was? Das suchte ich? Erkunden und sammeln? Ja. Ja, ja. Du hast doch aber auch schon gespielt, Pizza, oder? Und Molodilla. Hat das Game ein Ende? Ich glaube mittlerweile ja. Im Early Access hat es halt eben kein Story-Ende gehabt. Mittlerweile gehe ich davon aus. Ich suche halt im Moment erstmal so ein bisschen hier in der Gegend, ob ich noch was finde zum Scannen. Was man halt so mitnehmen kann. Hier ist auch nichts. Was halt eben bei mir noch dazu als Schwierigkeit kommt. Ah, da sieht's gut aus. Da sind die Seetanks-Dinger. Hat ein Ende. Alles hat ein Ende, nur Ark hat keins. Was? Ah, ich weiß gar nicht mehr, was die konnten. Nehmen wir mal die Schwebefische mit. Und hier habe ich super lange für gebraucht, um zu erkennen und zu verstehen, dass hier an diesen Pflanzen diese Perlenbubbles dranhängen, die wir brauchen für die Gummiflossen. Das heißt, hier werde ich jetzt erstmal noch ein paar mitnehmen. Also relativ nah an der Aurora. Mehr oder minder links von unserem Schiff, also Richtung Aurora-Mitte. Man muss sich halt versuchen, hier immer ein bisschen einzuordnen. Also mehr oder minder links von unserem Raumschiff mittig zur Aurora. So, da unten hatte ich nämlich gerade noch was zum Scannen gesehen. Also da ist erstmal Metall. So, den kann ich erstmal scannen. Und da ist noch Erz. Ah, da drin sind auch noch Kristalle. Ich sehe schon gleich, dass ich voll bin. Erstmal alles mitnehmen. Ja, der Metallschrott frisst, glaube ich, ziemlich viel Platz. Und Scaro, sei gegrüßt. Du auch? Dann viel Spaß und auch frohe Weihnachten gewünscht. Ich bin halt sehr gespannt drauf. Ja, geil. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Uff, schwierig. Hi, ne? Willkommen im Item-Höllen-Menü. Ist schon wieder kein Platz. Das heißt, ich brauche hier unten aber erstmal das Zeug. Wie stehst du eigentlich mittlerweile zu Survival-RTS nach nach Surviving Mars? Hat mir Spaß gemacht. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Hab's auch nochmal auf der PS4 gespielt, Mieze.
Ich mag die ganz gerne. Inventory full. Habe ich jetzt eine mitgenommen? Nee. Ja, pass auf, wir machen es anders. Wir tauchen auf. Oxygen. Und essen und trinken was. Dass wir das Inventar frei kriegen. Ich habe hier noch irgendwo zubereitete Fische gehabt. Habe ich den jetzt eigentlich gekocht? Nee, tatsächlich nicht, ne? Der war gerade auch ungekocht. War der ungekocht? Habe ich ungekochten Fisch gegessen? Ah, gekochte Nahrung. Ach, die ist verfault. Ach, die hat mittlerweile Haltbarkeit. Ach so. Okay. Also weg damit. Dann habe ich im Moment nichts zu essen dabei. Aber Wasser. Na egal, jetzt haben wir ja 3 Stück frei für die Blibbles. Das sollte ja dann reichen. Also müssen wir tatsächlich auch dann erst Nahrung kochen, wenn wir sie essen wollen. Ich glaube, die Fische leben im Inventar weiter. Und frag nicht wie. Also es riecht dann immer ein bisschen fischig bei uns. Das liegt aber nicht daran, dass wir uns nicht gewaschen haben, sondern eher, dass wir die ganzen Fische im Taucheranzug haben, okay? Also nicht falsch verstehen. Die lassen wir leben und kochen die erst, wenn wir sie essen wollen. Was? Okay, es tut mir leid. Was tut dir leid, Vizematze? Dass du die nicht magst? Wieso? Magst du Survival Mars nicht? Ich fand das ganz nice. Ja, jetzt würde ich gerne noch. Fragment der mobilen Fahrzeugbucht. Die schwimmen alle im Anzug rum. Ja, natürlich. Da unten konnte ich noch was scannen. Schau mal, zeig mal 10 Sekunden in deinen Steam. Ach du Scheiße. Ja, ich sehe schon, dass hier irgendwelche Dinge sind. Das Problem ist... bist du noch bis zum Ende da, Mieze? Was hatte ich denn auf meiner Wishlist, was so ähnlich war? Ich überlege gerade. Letis? Was hatte ich denn sonst noch da drauf, was irgendwie RTS mit Survival ist? Ich überlege gerade. Ich habe einen mitgenommen. Uff, ey. Naja, gut, wir müssen sowieso öfters. Aber ich sag schon mal vielen Dank für Geschenk. Keine Ahnung, wann du Feierabend machst? Ja, noch eine Stunde so Minimum. So Richtung 4 würde ich heute mal sagen. Nicht so lang, weil morgen müssen ja auch die meisten dann nochmal wieder raus. Ich auch. Aber ich dachte, so ein bisschen wollte ich noch heute... bin ich jetzt so weit von meinem Schiff weg? Alter, ist das echt so weit? Ja, tatsächlich. Na gut, jetzt sind wir voll. Jetzt kann ich halt nur scannen, wenn wir noch was finden. Alter, ey, es ist immer noch richtig nice, das Game. Ich mag auch die Farbgebung unglaublich gerne. Und ich würde tatsächlich auch gerne im echten Leben, also weißt du, so Real Life, auch gerne tauchen. Das wäre echt mal ein Ding, so ein Tauchkurs, was ich gerne machen wollen würde. Ja, natürlich musst du dann aber auch zu Orten gehen, wo es halt interessant ist zu tauchen. Natürlich jetzt nicht irgendwie Badewanne, weil da siehst du halt nichts. Außer einem kleinen Schniepi. Also wenn halt eben da, wo auch was zu sehen ist. Aber da hätte ich schon Bock drauf. Was? Unter dem Meer? Unter dem Meer? Was ist denn unter dem Meer? Abyss ist unter dem Meer, oder? Übrigens auch ein cooler Film. Abyss. Das hatte ich gescannt, ne? Schade, dass die immer noch nicht despawnen. Das ist immer noch ein bisschen irreführend. So. Jetzt können wir aus Metallschrott Titan. Aus Metallschrott Titan. Das sollte ich vielleicht erstmal nicht mitnehmen, weil da bumst mir erstmal das Ding zu. Da kann ich Titanbarren machen, aber da weiß ich noch nicht, ob ich sie brauche. 2x Silikongummi. Let's go. Was? Du hast dich nicht gescannt. Doch, ganz am Anfang. Aber ich will Akku schonen. Schmierstoffe. Dann können wir Standard-Tauchflasche. Na, schon mal geil.
Ja, dann nehmen wir doch als erstes schon mal die Standardtauchflasche, wa? Für 3 Titan, da sind wir dabei. Was habe ich denn jetzt eigentlich an? Weiß ich nicht, machen wir mal. Aha. Standardtauchflasche. Inventar voll. Könnte daran liegen. Also ich muss erstmal ein bisschen Platz im Inventar machen, um das Ding da rein zu prügeln. I see, I see. Kiste. Dann haben wir Quarze und Erze. Titan, 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 Titan. Haufenweise Titan. Haufenweise Erze. Und dann ist die Kiste gleich schon voll. GZ. Der Kistenwahnsinn. Essen, trinken muss ich gleich auch. Okay. Dann machen wir erstmal weiter. Was? Da, wo was zu sehen ist? Trainingsbecken der Synchronschwimmer der Nationalmannschaft? Na, eher wenn die Volleyballerinnen oder Beachvolleyballerinnen duschen gehen oder so. Kappa, ich weiß es nicht. Nein, tatsächlich eher so Richtung Ägypten oder so. Also Mittelmeer an sich, wenn du jetzt sagst, du willst in Ampuria Brava oder irgendwie Costa Brava tauchen gehen. Ich glaube, Mittelmeer ist da relativ langweilig. Das meine ich damit. Tauchflasche mit hoher Kapazität. Aha. Wie komme ich denn jetzt da drüben hin? Ah, da. 30 Sauerstoff angelegt. Okay. 2 Chips, eine Brille. Okay. Dann haben wir schon mal die erste Tauchflasche. Das ist doch schon mal nice. Nice, nice, nice. Packen wir uns noch die Flossen dran. Ausrüstung, die Schwimmflossen. Ansonsten brauchten wir den Reparierer. Da brauchen wir nochmal Silikongummi. Ja gut, wir wissen, wo das Silikongummi ist. Da können wir gleich mal eine ganze Ladung holen. Auch für das Messer brauchen wir das noch. Notfallauftriebskörper. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ob da tatsächlich, wenn wir super tief sind, ob wir uns da nach oben katapultieren können. Aber das müsste rein theoretisch, ich weiß nicht, das haben sie aber in dem Spiel wahrscheinlich vernachlässigt, irgendwie Druckproblem geben. Ich gebe dir einen Tipp, es ist EA und das heißt was mit dem Leben, den Universum und den ganzen Rest zu wählen. Universum, Miezematze, ohne Witz. Das hätte ich lieben gerne gespielt. Ist jetzt, bis jetzt war es sehr, sehr komisch zwischen Herrn Universum und mir. Ich hatte mehrfach angefragt. Sie haben mich auf die, auf den Presseverteiler mit aufgenommen, informieren mich jetzt über jedes Update. Sie haben nur vergessen, mir einen Key zu schicken. Ich war auf der Gamescom, hab mich mit denen unterhalten, hab denen genau diesen Sachverhalt erklärt. Ja, ja. Haben sie eine Karte, wir schicken ihnen den Key zu. Ich warte noch heute. Nun. Dankeschön, Miezematze. Da gucke ich gerne rein. Ich habe früher Populus extrem gefeiert und geliebt. Von daher, ich hoffe, dass es halt ein cooles Game ist. Oder vielleicht wird, nennen wir es dann mal so. Machen wir uns erstmal die Flossen, dann sind wir ein bisschen schneller. Einmal die Schwimmflossen. Ja, Mama. Mama fertig. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. So, die haben wir auch an. Jetzt bin ich zweimal wieder eingenickt, dann ins Bett oder einfach weitermachen. Circa alle 3 Meter sollte man einen Druckausgleich machen. Ja, deswegen verstehe ich halt nicht, wie das funktionieren soll, Bloody Bear. Weil ich glaube, da würdest du dir dann einfach das Ohr oder das Hirn oder was weiß ich wegspringen. Wegsprengen, also Dekompressionskammer, was man dann braucht. Keine Ahnung. Ja, Miezematze, vielen Dank. Das gucken wir uns dann aber auch im Stream an. Und NoFlogs, die auch natürlich. Ich habe mir schon ein wenig ein Bild gemacht von dem Spiel. Mehr sage ich dazu nicht. Du wirst mir vermutlich bei meinen Punkten zustimmen. Na gut, ich gehe mal davon aus, wenn du es jetzt ganz kacke finden würdest. Außer du wolltest mich jetzt damit pranken, hättest es mir wahrscheinlich nicht geschenkt. Weil ich glaube, dann wärst du zu eitel, um den Entwicklern nochmal Geld in den Poppes zu blasen. Also ich gehe mal davon aus, es ist wahrscheinlich im Kern cool, hat aber noch Überarbeitungsbedarf an manchen Stellen. Und ohnmächtig werden. Ja, ich selbst tauche nicht. Ich weiß halt nur, dass es halt, ne, kennst ja aus diesen Taucherfilmen, dass sie dann oftmals in die Dekompressionskammer kommen, weil halt zu schnelles Auftauchen, weil sie flüchten mussten und der Sauerstoff nicht reicht.
Ich selbst habe es halt eben noch nicht am eigenen Leib erfahren, zum Glück. Ich habe mal meinen Replikator gesagt, ich habe Hunger und er macht zwei Cheeseburger und ein Brot. Was, mit Räucherolle? Ich glaube, ich muss Scotty anrufen. Na gut, geschmeckt hat es trotzdem. Wow. Wobei, ich habe heute meine Eltern in das Alexa- bzw. Google-Game eingeführt, dass man mit diesen Mopedsen reden kann. Und dass man solche Mopeds dann instant mit WLAN bzw. LAN-Connection einfach Dinge von Handy auf Fernseher beamen kann. Es war ein magischer Abend für meine Eltern. So, was haben wir denn hier noch? Gekochte Nahrung. Ja, wir müssen ein bisschen was kochen. Gekochter Glubscher. Machen wir fertig. Zwei Fische sollten ja reichen, oder? Blasenfisch, der Schwebefisch. Mit geringem Fett am Fett. Mit geringem Fettanteil, weißt du? Mit dem kannst du nicht gut fappen. Ja, dann machen wir den Schwebefisch. Und na, sei gegrüßt. Consider disguising the flavor of unsavory meat with salt or locally sourced herbs and spices. Ja, ja. So, 23, 32. Ja gut, dann rein damit und rein damit. Und dann müssen wir ein bisschen trinken. Das sieht doch schon okayisch aus. Dann können wir das einmal verwenden. Haben nämlich hier schon das nächste Medipack in der Mache. Das reproduziert hier einfach mal Medipacks. So, dann kann ich die restlichen Dinger auch nochmal eben zu Wasser bauen. Ganz kacke ist es nicht. Es gibt nur Punkte, die einfach irgendwie mehr sind. Stichwort sind Escape-Taste und Thematik langwierig, was für dich okay sein dürfte. Da aktiver Chat, aber denke, das wirst du schon selber noch feststellen. Zu hektisch ist teilweise echt kacke. Was zum Beispiel auch eines der Gründe ist, warum ich wahrscheinlich Sunset Overdrive im Stream nicht weiterspielen werde. Es ist einfach zu hektisch. Und wie du schon richtig sagst, gerade wenn der Chat aktiv ist, mache ich den Chat damit quasi tot, weil ich nicht auf den Chat gucken kann. Und in Sunset Overdrive musst du permanent was machen. Selbst im Kampf kannst du nicht stehen bleiben, weil das Spiel halt so flippermobil ist. Local radiation readings suggest the Aurora's drive core has reached critical state. Quantum detonation will occur within 2 hours. Ich habe gerade das Platzproblem ein wenig gelöst. Ich habe aus Versehen nicht jetzt alles getrunken, was ich trinken wollte. Hat keiner gesehen. Wir müssen noch mal ein paar Fische für... Na? Alles gut? Hi, na? Nun, also wir nehmen auf dem Weg nochmal ein paar Fische mit, okay? Ein paar Fische für Nahrung und ein paar Fische für Wasser und das war jetzt, Upsie. Wo du meintest, Popolo sehen, ich hast du damals From Dusk gespielt. Nee, hab ich nicht, Win. Hab ich nicht, verdammt, jetzt ist wieder dunkel. Mu. Und Jolle, sei gegrüßt. Warte mal, wo ist denn die Aurora? Da, so sind wir hier prinzipiell richtig. Ich überlege gerade From Dust. Nee, sagt mir tatsächlich nichts. Das war jetzt, wie gesagt, Epic Fail. Ich hatte gerade so schön viele Fische. Die habe ich jetzt einfach mal weggefischt. Nehmen wir jetzt mal hier nochmal ein paar mit. Damit wir mal ein bisschen Wasser bauen können. Und Lilly, sei gegrüßt, liebste Weihnachts-Lilly. Und Crimebeat, sei gegrüßt, schönen guten Abend. Boah, ich würde gerne die Fische mitnehmen. Was gar nicht so einfach ist. Haben die auch gewünscht, Final Revolution. Du trinkst ja auch die ganze Zeit was. Ist das nun mittlerweile auch, sagen wir, Wasser im Anzug? Ja, klar, denkst du, Bumsi. Tatsächlich bauen wir uns auch später den Pinkelanzug, der direkt das Urin wieder zurück in den Mund leitet. Dann brauchen wir weniger Wasser. Zumindest gab es den früher. Ich gehe mal davon aus, den wird es immer noch geben.
So, Wasser haben wir. Das heißt, wenn bräuchte ich noch ein bisschen Essen. Nein. Komm her. Ah. Diese Mistkrepelfische. Wo kam der denn her? Ach da. Alter, komm nicht dran. 30 seconds. Ah. Hab's dir meine Spielevorschläge gepostet. Gibt's ja Zeit für einen Apfel und ein Ei. Bei Steam. Indie-Game von Ubisoft mit cooler Physik von 2.11. Okay, nee, sagt mir nichts, sagt mir gar nichts. Win, schau ich mir an. Meine Playsee ist gerade rippgegangen. Wie, die ist rippgegangen? Hast du es mal mit Ein- und Ausschalten probiert? Mal auch Stecker ziehen oder so? Warum denn eigentlich? Was, bei welchem Spiel? Warum? Nein. Weihnachten geht. Werteste, liebste Weihnachtslilly. Da ist die Aurora. Das müsste nur mal irgendwann tags werden, weil ich jetzt gerade nicht viel sehe. Ich habe gestern auch Subnautica, ich habe es noch nie gespielt. Ja, da war ja auch nicht viel Zeit zwischen gestern und heute. Kann ich dich scannen? Ja, ich will dich nur scannen. Der Säurepupser. Ja, danke schön. Auf Wiedersehen. Naja, wenn du es gestern installiert hast, es geht ja immer vom Installationszeitpunkt aus. Keine Ahnung, wollte sie anmachen, dann hat sie gestunken wie Sau und ist einfach RIP. Okay, das. Der Geruchsteil klingt nicht gut, tatsächlich. Weiß ich, wo sollte hier vielleicht noch gar nicht sein. Jetzt habe ich mich nämlich verschwommen. Ah, da ist nochmal Cargo. Gravitationsfallen. Okay, das kenne ich nicht, das ist neu. Da ist ansonsten nichts drin. 30 seconds. Die konnte man aufschneiden, ne? Ich glaube, die konnte man nachher aufschneiden mit dem Schweißbrenner. Ich erinnere mich so dunkel dran. Ist Subnautica für die PS4 auch for free? Nein, tatsächlich nein. 30 Euro. Da kam es ja auch gerade mehr oder minder erst raus. Ja, ich würde den gerne scannen. New creature discovered. Genau. So, wo war jetzt mein Korallenriff? Jetzt habe ich das Gefühl, ich bin da vorbeigeschwommen. Und Maxabro sei gegrüßt. Ja, 29 Piependeckel. Okay, das kenne ich auch nicht. Was ist das? Schweber. Okay, ich weiß nicht, was es ist. Ich nehme es mal mit. Ich will eigentlich nur im Moment meine Blasken. Jetzt bin ich nur gerade anscheinend. Ah, da will ich hin. Da will ich hin. 30 Euro ist finde ich, wenn das Spiel so ist wie... Naja, das wird schon so sein wie im Early Access. Also tatsächlich ist es das Spiel auch wert. Also zumindest damals. Und ich gehe davon aus, jetzt ja noch ein bisschen was dazugekommen. Vielleicht ein bisschen optimierter. Und es war damals halt schon verdammt cool. Alternativ kriegst du auch für 30 Euro Atlas. Glaube ich. Wählt weise, Chat. Wählt weise. Ah, Inventory full. Okay.
Du meinst A-Class? Ja, ja, mit richtigen Preis A-Class. So, dann können wir einmal zurück und gucken, ob wir noch was zu scannen finden. Ja, kann ich nur zustimmen, Nerb. Ist auch für mich neben Empyrean Galactic Survival und Seven Days to Die einer der schönsten Titel, die im Early Access waren und so das Thema Exploration, Survival und Building oder Crafting halt thematisieren. Ja, die drei genannten fand ich halt extrem gut. Seven Days to Die habe ich halt selber noch nicht wirklich gespielt, aber da habe ich halt sehr viele Let's Plays und Streams zugesehen. Und da warte ich halt, bis letztendlich das Spiel mal final released wird, weil sich einfach mit jedem Alpha-Bild so viel ändert. Da habe ich keine Lust zu. Das heißt, ich würde es gerne einmal spielen, wenn es denn dann released ist und halt eben gebalanced ist. Und wir hatten Empyrean genauso, haben wir auch im Early Access gespielt, fand ich mega. Allein, dass du dir halt eben selbst deine Raumschiffe halt bauen kannst, die dann eben entsprechend auch noch fliegen. Empyrean Galactic Survival, also wer halt Subnautica unter Wasser mag, wer halt Science Fiction mag im Weltraum, der sollte sich halt tatsächlich Empyrean anschauen. Also ist quasi Subnautica im Weltraum. So. Mein Lieblingstitel im Bereich Exploration, Survival und Dingsen, RDR 2. Was? Hallo? Schon neuer? Ist das dein erster Playthrough? Ich hab's vor 2 Jahren im Early Access gespielt, Rippy. 2016 war's. Also ist halt ein Weilchen her. Ich weiß nicht, was sie seitdem halt alles geändert haben. Das heißt, wir können einmal das Medipack nehmen. Weil mittlerweile, glaube ich, ein neues Medipack da ist. Dankeschön. Dann wollten wir Gummis, ne? Weil wir sind auf einem fremden Planeten. Was braucht man da? Gummis. Wir wollen ja nicht ungeschützt durch die Gegend tauchen. Let's do the Gummi. So, und dann wollten wir. Flossen haben wir. Flasche haben wir. Ah, sogar eine Tauchflasche mit hoher Kapazität. Da brauchen wir Glas und Titan. Und ein Silbererz. Das Silbererz ist, glaube ich, das, was im Moment fehlt. Medikit brauchen wir nicht. Feuerlöscher brauchen wir nicht. Leitung brauchen wir nicht. Und die Luftpumpe brauchen wir nicht. Werkzeuge. Wir brauchen Titan. Warum haben wir jetzt kein Titan? Nimmt der das echt nicht aus der Kiste? Jetzt echt nicht? Ich habe doch Titan jetzt gerade hier mitgenommen. Willst du mich verarschen, Spiel? Er nimmt's echt nicht aus der Kiste? Ich hoffe nur nicht aus der Kiste. Weil das ist sehr merkwürdig. Normalerweise in der Basis hat er alles, was in den Kisten war, mit, glaube ich, oder? Hat er das mitgezählt? Ich überlege gerade, wie es im Early Access war, ob man das wirklich alles im Inventar haben musste oder ob er das aus den Kisten mitgezählt hat. Ich weiß es nicht mehr. Oh, da ist viel passiert. Und Seema sei gegrüßt, dir auch fröhliche Weihnachten. Und Kalix. Und die apokalyptischen Reiter. Wie weit seid ihr gekommen? Fröhliche Weihnachten, Kalix. Ich hoffe, dir geht's auch gut, mein Lieber. Da ist viel passiert. Da bin ich gespannt, Rippy. Da bin ich gespannt. Einmal Titan. Nein, nehmen wir 2-mal Titan. Dann habe ich von allem ein bisschen. So. Wo waren wir stehen geblieben? Craften da. Nö, Inventar. Alles im Inventar. Okay, dann war das irgendwie ein Wunsch, den ich damals hatte, dass sie es irgendwie komplett base-basierend machen, weil das das Umwurbeln halt voll vereinfachen würde. Das war es nicht. Da. Wir wollten das Reparaturwerkzeug. Jawohl. Das brauchen wir ja auf jeden Fall. Hop. Dann brauchten wir einmal das Messer. Auftriebskörper. Leuchtfackel. Und Konstruktions...
Werkzeug. Okay, da brauchen wir ein bisschen mehr. Dann eventuell Batterie und Taschenlampe. Wobei, lädt sich das jetzt wieder auf? Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state in T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aha. For convenience, the radiation suit has been added to your blueprint database. Ein Strahlenschutzanzug, den wir brauchen, um die Aurora zu erkunden. Okay. Nee, kein Multiplayer, ist ein reines Singleplayer-Game. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich das neue Ding, also Subnautica Below Zero, als Multiplayer planen, aber ich wüsste auch nicht, wie es funktionieren sollte. Wie weit seid ihr denn gekommen, Kalex? Sorry, wenn ich es jetzt übersehen habe, aber jetzt war wieder gerade der Chat sehr aktiv. Ah, seid nochmal gegrüßt, die rübergekommen sind. Was, Kalex hat es kaputt gemacht? Was hat er kaputt gemacht? Das Schiff? Achso. Yeah, yeah. Kaum kommt er, explodiert das Schiff. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, ich wollte das Messer erstmal ausrüsten. Und dann will ich das Scanner-Ding und das Reparaturwerkzeug. Die schnell, also, hat das schon einer auf der PSW gespielt, Chat? Weil ich verstehe die Zuweisung nicht, weil die Fische bleiben drin, aber das Messer rückt nach hinten. Das ist irgendwie alles sehr merkwürdig. Weil wegen merkwürdig. Habe ich schon mal merkwürdig gesagt? Ah, so. Reparieren. Achso, und ich wollte gucken, wie viel Energie der Scanner hat. Wo ist denn jetzt der Scanner hin? Da. Okay, den müssen wir wirklich dann nochmal aufladen. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Oder ob wir den dann einfach wegschmeißen. Auf dem PC hatte man nachher irgendwann so Batterieladegeräte, die man bauen konnte. Der Medipack habe ich genommen. Dann Wasser. Wasser bauen. Subnautica Multiplayer Mod ist doch schon fast fertig. Ich möchte nicht spielen. Hab's durch. Haben noch The Last of Us auf Erbarmungslos angefangen. Wow, okay. Es ging aber schnell, oder? Und bist du bei Apokalypse geblieben? Ja, ein Stielauge. Blumiger Geschmack, jedoch nur dezent. Mach mal. It is common for those accustomed to synthetic foods to be repulsed by eating an animal carcass. Remember that humans survived this way for millennia. So. 13. Achso, der gibt Wasser und, und der Bumerang 21 und Wasser. Okay, dann nehmen wir nochmal ein Wasser. Zwei Wasser. Judy. Dann ist die Frage, ob wir nochmal Silikongummi machen. Glas aus Quarz. Oder Schmierstoff. Ich weiß noch nicht, wofür ich den Schmierstoff brauche. Säurepilz und Kupfererz. Da haben wir noch eine Batterie, eine Energiezelle. Der Computership. Der braucht. Da kann ich jetzt die Korallen ernten. Der Kupferdraht. Wie mache ich den denn? Kabelsatz aus Silber. Silber haben wir, glaube ich, noch nicht gefunden. Achso, Kupfer haben wir ja nur aus Kupfer. Das ist relativ easy. Kupfer, Silber. Das heißt, wir brauchen Silber für einen Kabelsatz. Der Computership braucht Tischkoralle. Gold. Gold haben wir auch noch nicht. Das heißt, wir können das noch nicht bauen. Also das heißt, wir brauchen wirklich Silber.
40 bis 50 Stunden, okay. Weil ich dachte, du warst halt noch bei den ersten Bossen. Aber ich habe auch in den letzten Tagen nicht so viel Platz im Inventar, Zeit auf Twitch verbracht. Fasergewebe, wie stelle ich das denn her? Glas und Titan und Silbererz. Also Silbererz fehlt uns. Wo kann ich denn Faser herstellen? Was brauche ich denn für die Faser? Titan, Silikon, Glas, Chlor, Schmierstoffe. Energiezelle, Computerschip, Kabelsatz. Da ist es nicht. Bei Nahrung ist es auch nicht. Fasergewebe. Oh, ich weiß nicht, wie ich das Fasergewebe herstelle. Das kann ich anscheinend noch nicht. Oder ich bin blind. Nee, ich kann auch keine Faserzellen herstellen. Da fehlt mir irgendwas noch. Keine Ahnung. Und der Kaizo, dir natürlich auch gewünscht. Schönen guten Abend. Und ins dir auch. Mich hat bei Subnautica nachher der Sammelgrind genervt. Das geht eigentlich. Das ist eine ständige Progression. Zumindest war es das damals. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Das heißt, Gold und Silber und irgendwas mit Fasern, wo ich noch nicht weiß, wie wir die brauchen. Wie wir die herstellen, wollte ich sagen. Guck jetzt nochmal. Wir haben Quarz, ja. Wir haben Kupfer. Und wir haben Titan. Das ist nicht das Problem. Lass uns erstmal ganz kurz das Ding reparieren. So. This is an alarm. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9, 9, 9, 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. So, was hatten wir noch? Lifepod secondary systems online. Running full environment diagnostic and outputting results to databank. Aha. So. Das war's, I would say, ne? Dann ist das Moped wieder repariert. Ja, würde ich sagen. Was, bin seit 6:30 früh wach. Frohe Feiertage, euch noch viel Spaß, ihr sind Kalix. Komm gut ins Bett. Danke für deine Host, schlaf gut. Und melde dich mal, wann, wo, ne? Weißt du schon, und wie. So, das war das Reparaturding. Das heißt, das war das. Ich überlege gerade, Fasern. Wo kriegte man die Fasern her, verflucht? Metallschrott, Titanbarren. Gummi kann ich noch herstellen, weil ich noch 4 Pflanzen habe. Glas. Chlorbleiche, Schmierstoffe. Kupferdraht. Batterie könnte ich noch herstellen, brauchen wir nicht. Energiezelle brauchen wir nicht. Computerchip. Den brauche ich für das Konstruktionstool. Richtig? Da fehlt mir, wie gesagt, das Silber. Titan und Glas wäre kein Problem. Das Fasergewebe kriegen wir noch nicht hin. Medikit. Feuerlöscher. Leitungen. Und schwimmende Luftpumpe. Und hier brauchen wir noch... Die Taschenlampe habe ich jetzt noch nicht gebaut. Eine Leuchtfackel will ich nicht. Das heißt, wir brauchen den Computerschip und einen Kabelsatz. Und der Kabelsatz brauchte Kupfer, richtig? Kabelsatz braucht Silber. Also das heißt, wir brauchen definitiv Silber.
und ein Computerchip. Der braucht Gold und ein Kupferdraht. Also ein Kupferdraht kann ich schon mal herstellen. Und dann fehlt uns nur noch die Tischkorallenprobe und Gold. Also das heißt, irgendwas, was da unten rumgammelt. Gut, wir brauchen was zu essen. Da habe ich noch einen Fisch dabei. Dann packen wir das Wasser mal da rüber. Ich trinke gleich noch eins, nehme eins mit. Und wir sind eh voll. Geil. Das heißt, ich sollte daraus jetzt ganz kurz mal eben noch zwei Gummi machen und zwei Schmiermittel. Machen wir zweimal Silikongummi. Und Schmierstoffe. Dann haben wir die nämlich auch schon mal. So. Dann wollte ich noch kochen. Aha, da brauche ich Salz. Salz habe ich auch noch nicht. Das werden wir später noch finden. Achso, den kann ich gar nicht kochen. Was habe ich denn jetzt hier gekocht? Oder habe ich noch einen Fisch in der... Hä? Achso, den kann ich gar nicht essen. Besteht aus mehreren Organismen in Symbiose. Lebenszyklus unbekannt. Kreaturenei, Kreaturenei. Ach so, okay. Verstehe. So. Was, das Envy Gyros Wand? Ah ja, das waren die Säurepilze. Wie gesagt, ich nehme mal ganz kurz ein, zwei Fische mit. Die snacke ich dann auch mal eben. Machen wir es nämlich einmal voll. Wenn ich die Fische fangen könnte. Ich glaube, Vivi ist mehr oder minder am Schlafen. Die muss morgen auch wieder relativ früh raus. Und sie hatte derbe Kopfschmerzen. Und hatte gerade eine Tablette genommen. Die dann auch endlich mal gewirkt hat. Er hat die... Hat ja auch mehr oder minder die Nacht durchgebahnt. Im Sinne von Bahnfahren. Und hat sich dann tagsüber halt nochmal hingelegt. Und war dann ja auch unterwegs. Seegleiter. Aha. Ein neuer Bauplan verfügbar. Nicey. 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 So, dann haben wir das Moped. Und das Moped. Genau, ich war vorhin kurz am Handy da. Und morgen geht es dann schon wieder relativ früh los bei ihr. Irgendwie um 11:30 geht es schon Richtung Essen. Also aka noch früher aufstehen. Feiertage, sie sind im Krieg. So, dann einmal Essen bauen. Nein. Essen, Essen, Essen. Machen wir den Glubscher. Ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Die ist halt noch bis zum, also 27. einschließlich, am 28. morgens nimmt sie um 5 Uhr den Zug. Das als Info. Falls du jetzt fragen wolltest mit Gyros, sie ist ja gar nicht hier. Ich bin alleine hier. Hab auch noch Leipzig und Essen auf dem Plan. Uff. Machst du wieder eine Rundreise? So. Dann haben wir das. Und jetzt brauche ich mehr oder minder nur Erze. Quarz. Ja, ansonsten, was braucht denn der Seegleiter? Dass der uns vielleicht hilft. Schauen wir mal. Auto muss bewegt werden. Ah ja, der Seegleiter braucht Batterie und Titan. Den können wir eigentlich direkt bauen. Mhm. Bestandteil unbekannt. Da brauchen wir nur eine Batterie und einen Titan. Das kriegen wir eigentlich hin. Für die Batterie brauchen wir jetzt noch ein Kupfererz und für das andere brauchten wir ein Titan. Ein Kupfererz und ein Titan. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin.
Ein Kupfererz. Und ein Titan. Ja, das sieht gut aus. Hab gerade überlegt, ja, wir brauchen dringend irgendwann das Batterieauflademoped, weil jedes Mal diese Schwefelpilze oder Schwefelsuiziddinger zu suchen, ist ein bisschen, Horror. Weil die halt so schwer zu finden sind. The Sea Glide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies. Our modest fellowship expands. Stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Und super Fluffy. Kommt, glaube ich, zurück im Club. Einfach so mit Prime, weil das kann. Super Fluffy. Dankeschön. Fröhliche Weihnachten nochmal gewünscht. Schöne guten Abend. Und Dankeschön. Geht raus. Ah, was? Ja, tatsächlich, wenn du das Auto nicht bewegst, Lu, gerade jetzt im Winter, ist das dann, steht sich die Batterie tatsächlich kaputt. Das ist nicht so geil. Das stimmt. Okay. Dann ist die Frage. Wir hatten Essen, wir hatten Trinken. Ich weiß nicht, ob das Ding schon eine Bucht hat. Also im Sinne von, ich glaube aber nein. Nee, das hatte noch keinen Platz. Alter, sind wir schnell. Ja, wir brauchen Silber. Das heißt, wir müssen mehr oder minder Erze erzen. Ah, und Korallen konnten wir mitnehmen. Ja, genau so. Aber wenn ich sie erwischen täte. Und wir brauchten Silber und Gold, ne? Bronze, Silber und Gold habe ich voll gewollt. Hatte ich gerade Flashbacks? Warum? Habe ich das gesagt? Ich weiß es nicht. Da oben rechts ist irgendwie ein Symbol. Achso, das ist unser Sendesymbol. Alles klar, verstehe ich. Nee, verstehe ich nicht. Wo soll das Symbol sein? Da rechts ist jetzt irgendwann oben am Rand. Verwirrt mich. Alter, das sind doch die letzten Drecksmöpse. Ja, die nehmen wir mal mit. Titan. Bart. Macht halt trotzdem einfach Schaden. Au. Uff. Einmal Leben herstellen. Was ist das denn? Tischkorallenprobe. Schwefel, Schwefel, Schwefel. Das ist okay. Wir sind gleich schon wieder voll. Da lang. Wo ist der andere denn explodiert? Na, das Quarz hilft mir nur gerade nicht so viel. Oxygen. Ja, Oxygen. Wie steuert es sich mit Controller? Das Einzige, was wirklich merklich schwieriger ist, Rippy, ist das Fangen der Fische und das Scannen, weil du halt so schnell nicht mit dem Stick irgendwie umschwenken kannst. Der Rest funktioniert relativ gut und es fühlt sich flüssiger bis jetzt an als auf dem PC. Also von daher, da kann ich nicht klagen.
Ja, Quarz, okay. Wir brauchen tatsächlich aber Gold und Silber. Also die Fische sind teilweise halt zu schnell, wenn sie direkt vor dir sind, also vor deiner Nase, weil so schnell kannst du halt irgendwie nicht gezielt jetzt, wenn ich sagen will, den Fisch hier fangen. Ja gut, das wäre jetzt bei dem noch gegangen. Steinkoralle? Scheibenkoralle? Kann ich die mitnehmen? Nein. Okay. Kann mir später vorstellen, dass es knifflig wird. Ey, hör auf. Da haben wir nochmal Erz drin. Kupfererz. Ich frage mich, warum ich da unten gerade so viel Sauerstoff oder so schnell Sauerstoff verloren habe. Was ist das? Kreaturenei. Ah gut, das kann ich nicht scannen. Oh, hier sind wir wieder an dem Flossenhafen. Ich hab den Seat im März 18. Stimmt, du bist ja umgestiegen, ne? Von Mazda auf Seat. Jetzt erinnere ich mich erst, weil ich habe gerade überlegt. Ja, stimmt, du fährst jetzt ja mittlerweile Seat. Was haben wir hier unten? Salz. Na gut, da kann ich die Klamotten mit haltbarer machen. Ist nicht scheiße, aber ist auch nicht das, was ich will. Da ist noch mehr Salz, ne? Ja. Spielausrüstung erforderlich. Noch mehr Salz. Verrückt. Der 3 Promille Thekensänger. Hölle, Hölle. Ja, klar. Wieder auf dem Tisch getanzt mit der Helene. Ja gut, bei mir war es damals noch Wolle Petri. Okay. Noch nicht mal erkannt. Das hatte ich schon gescannt, ne? Aha. Neuer Bauplan verfügbar. Das kannte ich schon, deswegen gab es jetzt einfach Ressourcen. Das scheint einfach danach zu spawnen. Ja, dafür gibt es anscheinend Erze. Ja, eine Menge Erze. Das heißt, nochmal ein bisschen tiefer. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo die ganzen Klamotten waren. Was, ich will einen Kumpel in Shanghai besuchen? Geht auch über den Landweg? Ja, na klar. Mit der Yacht und den Frauen. Im Porsche. Ist das auch Salz? Quarz. Seemotte. Ah ja, nehmen wir gerne mit. Alter, wie viele Eier gibt's denn hier? Die Eier sind ja anscheinend nichts Besonderes mehr. Da ist auf jeden Fall noch mehr Quarz. Wir brauchen mehr Eier. Ja, im Moment nützen mir die Eier noch nichts. Die sind später interessant, wenn wir mehr oder minder unser Aquarium in unserer Basis gebaut haben, dass wir die ausbrüten können. Das heißt, ich glaube, ich verabschiede mich auch erstmal von dem ganzen Krempel, was wir nicht brauchen. Weil wegen, das ist im Moment eher nur Verstopfung von Ressourcen. Nehmen wir erstmal nochmal ein Wässerchen. Und wir brauchen Kisten. Kisten und Zeug. So. Ah, hier unten gibt es ja nur Quarz anscheinend. Nochmal Seemotte.
Es kommt drauf an, wie viel du spielst und wie schnell du halt Progress machst und so, Lou. Ich meine, im Endeffekt siehst du es ja, ich spiele, naja, nicht ganz zum ersten Mal, aber ich meine, im Endeffekt ein bisschen länger als ich dann vielleicht. Ist halt immer sehr, sehr subjektiv. Länger als der Reitsimulator. Wow. Ja, kommt drauf an. Kommt drauf an. Ich meine, wenn man eins dem Spiel dann zugutehalten kann, Dr. Planlos, dass der Reitsimulator lang war. Und es kommt halt eben drauf an, ob du es halt auch eben wirklich storytechnisch halt durchspielen willst. Mehr Quarze. Ah, da vorne ist vielleicht noch der Blueprint. Ja, der Laserschneider. Okay. Hab jetzt nicht gesehen, wie viel Prozent. Da unten ist auch noch eine Kiste. Ich muss natürlich jetzt immer noch am Anfang aufpassen, gerade bei den Tiefen, dass ich halt nicht absaufe. Und Nami sei grüßt. Ich habe jetzt 181 Stunden. Alter Schwede. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich, Rippy. Ja, so viel habe ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange wir es damals gestreamt haben. Irgendwie 30 Stunden? Vor 2 Jahren. Und da waren wir mehr oder minder. Ich will jetzt nicht vorweggreifen und spoilern, für die, die es jetzt vielleicht beim ersten Mal oder zum ersten Mal bei mir sehen. Aber wir hatten schon große Dinge gebaut und konnten mit den großen Dingen in großen Tiefen. Aber da gab es dann halt eben nichts mehr. Also ich glaube, den Laserschneider müsste ich jetzt damit eigentlich dann gelernt haben. Vielleicht. Schneide die Schlinge mit dem Messer ab. Ah, das waren die Fasern. Ah, daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Das waren die Fasern. Das waren die Fasern, Chat. Ah, ja, und die nehmen da richtig viel Platz weg. Und Maddy, sei gegrüßt. Na klar, ist auch Weihnachten. Frohes Fest dir gewünscht. Und an dem Blubberbläschen könnte man Sauerstoff nachtanken. Ja, die habe ich nur gerade jetzt gar nicht gesehen, weil es so dunkel war. Also meistens ist da unten irgendwas. Yes, Sir. Also an den Schlingpflanzen kann ich Fasern. Also das sind die. Also wahrscheinlich genau dieselben, oder? Naja, Inventar voll, aber das geht. Alles klar, das wusste ich auch nicht mehr. Gut, dann kommen wir ja einmal zurück. Und es sieht unglaublich gut aus, Chat. Also, ich spiele es jetzt ja auf 4K. Echt ein schönes Spiel. Also, so schön sah es damals auf dem PC halt nicht aus. Ich wollte den eigentlich scannen. Aber ich glaube, der mag mich nicht. Tschüssi. Oxygen. Ja, ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ja, und dann eine Kiste wäre auch nicht schlecht oder so, dass ich erstmal nochmal auslagern könnte. Und Gold und Silber haben wir immer noch nicht gefunden. Und ich war jetzt links von der Aurora. Der mag dich nomsen, ja. Der hat mich zum Fressen gern. Ja, wobei gerade geht's. Ich erkenne noch ein bisschen was. Ja, und wie gesagt, im Moment ist das Spiel, ich weiß nicht, ob es noch drin ist im Epic Launcher, also für alle, die da, ne, auch kostenlos PC und so.
Habe ich noch Fische dabei? Ich habe keine Fische dabei. Das heißt, ich sollte eventuell noch ein, zwei Fische mitnehmen, die ich dann kochen kann. Das wäre wieder jetzt nur der Fisch. Einer vorbeigeschwommen. Ein Fisch. Wo ist mein Raumschiff? Da. Ja, nach Super Meat Boy. Ja gut, Super Meat Boy interessiert mich halt zum Beispiel gar nicht. Das nehme ich auch nicht geschenkt. Ah. So. Okay, ich glaube, ich bin gerade an dem Schiff vorbeigegangen. Ich habe das Lebenspack genommen. Okay, das heißt, wir bereiten einmal den Fisch zu. Achso, ich habe ja einen Fisch dabei, ne? Achso, ja, ist egal. Für das Salz, was ich mitgenommen hat, hätte ich den jetzt pökeln können. Aber ja, egal, brauche ich nicht. Auch mal kochen. Und dann eben die snacken. Das Wasser hinterher. Eyo, was geht? Dann haben wir kein Wasser mehr dabei, richtig? Richtig. Dann bauen wir Glas. Na, das lasse ich erstmal. Ist die Faser denn jetzt dazugekommen? Da fehlt mir immer noch das Silbererz. Nein. Pfadfinderwerkzeug. Okay. Setzt holographische Pfadfinderscheiben aus. Wird verwendet, um einen Weg aus Höhlen zu markieren oder aus Bereichen, in denen die Orientierung schwerfällt. Höchstens 20 Scheiben pro Pfad. Oh, das ist neu. Das gab's nicht. Das gab's damals nicht. Das ist ganz cool. Ist auch gar nicht so teuer. Der Laserschneider habe ich die Bestandteile noch nicht. Wasserdichter Behälter. Ja, guck mal an. Mobile Fahrzeugstation. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich hier ein paar Behälter behältern. Das ist ja schon mal nice. Aber ich habe die Faser bekommen, aber ich weiß nicht, was ich mit der Faser machen soll. Also die Schlingpflanze-Faser. Ach doch, da, Fasergewebe. Da brauchen wir natürlich dementsprechend Fasergewebe. Okay, da haben wir es bekommen. Chat hat es wahrscheinlich beim ersten Mal schon gesehen, ich bin ein Fisch. Das heißt, was können wir jetzt bauen? Wir brauchen immer noch Bronze, Silber und Gold. Und mit der Faser könnten wir... Fehlt uns Blei. Also das hilft uns im Moment nicht. Dann bauen wir uns als erstes einen wasserdichten Behälter. So. This is Lifepod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. Oops. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Mhm. Judy! Dann... bauen wir uns. Ja gut, das aus dem Wasser rein und raus leckt ein bisschen. So, wie veranker ich den? Aha.
Ist er jetzt fest? Ah ja, Spindnamen kann man auch bearbeiten. Vorrat ansehen. Da kann ich jetzt ein bisschen was reinquarzen. So. Und es beginnt, werter Chat. Und es beginnt. Hatten wir hier noch Quarz? Ja, drei Stück. Die nehmen wir erstmal mit. Ein Wasser. Weil wir Durst haben. Und wir brauchten zwei Fasern. So. Was hatte ich dabei, Alter? Was kann ich mitgenommen werden? Das konnte ich gar nicht jetzt lesen, so schnell, was da stand. Weiß ich nicht, irgendwas stand da. Dieser Wasser... Kann das einer lesen, was da steht? Ja, was ist nicht leer und kann daher nicht mitgenommen werden? Ja, soll er ja auch nicht. So, dann haben wir das reingequarzt. Machen da noch einmal das eine Salz rein, was wir nicht brauchen. Und wir essen unter Wasser das Wasser. So, perfekt. Okay. Ich installiere schon mal, brauche einen Grund, um das Dreckswasser BF5 von der Platte zu schmeißen. Ja, warum löscht es denn nicht? Immortal Unchained. Im Stream. Einfach, weil Kacke. Danke, Rippy. So schnell konnte ich es überhaupt nicht lesen. Guti. Das heißt, ein bisschen Nahrung, ein bisschen, Zeug. Wir können eben, wenn wir schon mal hier sind, das da noch mitnehmen. Das liegt ja hier quasi einladend rum. Ist da noch was drin? Nein, da ist nichts drin, okay. Dann lass das Zeug mal eben verarbeiten. Und Crazy Horse, dir auch. Sei gegrüßt, schönen guten Abend. Ja, habe ich ja gesagt, dass wir etwas später starten und dann einfach ein bisschen chillig machen. So, können wir nämlich dafür einfach nochmal Metall raus extra rinskien. Gut, brauchen immer noch Bronze, Silber und Gold. Und davon eine Menge. Davon eine Menge. Aber wir können das erstmal hier noch reintreten. So, jetzt sind wir voll. Wasser und Nahrung. Nahrung brauchen wir nicht. Das können wir on the fly machen. Wasser wäre halt ganz nice. Könntest du schon mit dem Basenbau starten? Nein, weil wir das Konstruktionsgerät noch nicht haben. Da fehlt uns, wie gesagt, der Konstruktionstool oder das Konstruktionstool, wo uns der Mikroprozessor fehlt, wo uns letztendlich irgendwie entweder Silber oder Gold fehlt für einen so einen Mikrochip. Also das heißt, das geht leider noch nicht. Deswegen suche ich jetzt ja gerade Silber und Gold. Und ich wollte jetzt... In welche Richtung? Da ist die Aurora. Also wir wollten eigentlich nur mal in die Richtung. Und Agato, sei gegrüßt, guten Abend. Titan ist nicht das Problem. Nee, Titan ist nicht das Problem. Das ist das Easyste. Jetzt sind die anderen Komponenten, die noch fehlen. Da vorne ist das Zeichen Rettungskapsel 3 in den Untiefen. Eher so das Nebengedöns, was wir halt eben noch nicht haben. Ja, Titan liegt ja hier wirklich viel rum. Ja, ich weiß halt eben nicht mehr, wo ich das gefunden hatte. Deswegen gucke ich so nach Blueprints und irgendwo, wo Zeug sein könnte. Aber ich glaube, es war eher auf der nächsten Tiefenebene, dass da Silber drin war. Aber ich bin halt nicht sicher. Ja, die Orientierung macht es halt immer ein bisschen schwierig. Also ich sagte, wir schwimmen von der Aurora weg, aber schwimmen auf die Aurora zu. Wie dumm bin ich eigentlich? Wir müssen eigentlich nach da. Ich will eigentlich von der Aurora weg. Und Nicolas, please English or German or otherwise my mod will purge you.
Ah ja, genau, da kommt man nämlich nicht hin, weil da ist Strahlung. Da braucht man den Strahlenanzug. Können eventuell davon halt noch eine Probe für die Fasern mitnehmen. Jetzt haben wir zwei. Zwei ist eine Faser. Dann nehmen wir nochmal zwei mit. Das sind dann vier Fasern. Richtig? Ja, okay. Salz brauche ich gerade nicht. Ja, und selbst das, wenn man das nochmal scannt, gibt es ja nochmal Material. Ein Labortisch. Neuer Bauplan. Nicht sehr höflich. Kannst du Portugiesisch, Kosmos? Ich keine Ahnung, was er gesagt hat. Ist mir auch egal. Aber wäre schön, wenn ich es verstehe, wenn ich schon beleidigt werde. Also beleidigt mich in der Sprache, die ich verstehe. Da ist aber nichts. Ja, da brauchen wir den Schneider. Dann können wir die ganzen Dinger aufschneiden. Aber da haben wir noch nicht die Ressourcen für gefunden. Anscheinend. Ah, da kriegen wir nochmal Material. So, hier kriegen wir jetzt eigentlich Sauerstoff, oder? Ah ja, da kommt der Sauerstoff langsam. Was war das da unten? Gar nichts. Also wir müssten theoretisch in Richtung des Signals... Warte mal, da unten ist noch eine Kiste. Verstehe deinen Lust hier gerade nicht. Hast genug Titaner, kannst du auch mehrere Kisten bauen und alles mitnehmen. Ja, aber ich will aber nicht 1000 Kisten draußen in der Wildnis haben. Ich will halt irgendwann in Schränke in die Basis packen. Sonst muss ich ja irgendwann die ganzen Kisten wieder von drinnen nach draußen transferieren. Ah, das hatte ich schon im Segleiter. Egal, Material. Da unten sehe ich auch noch nichts. Volle Kisten kann man nicht bewegen. Nein, wie es gerade da stand. Die musst du dann leer machen und dementsprechend dann wieder umwubbeln. Geh weg. Ja, yeah, ist okay. Das wird nachher alles in die Basis halt gemacht. Das heißt, Ziel ist es mehr oder minder selektiv zu looten, um das bauen zu können, um irgendwann die Basis bauen zu können. Und wenn die erste Basis drin ist, können wir in die Basis Schränke bauen. Wobei das erste, was ich dann wahrscheinlich reinbaue, wenn es dann geht, ich weiß nicht, ob es dann direkt die Blueprints gibt, ist Aquarium, dass wir die Fische züchten können. Okay. Drei Stück. Genau, nur ein bisschen verschieben, wenn er davor bumst. Ja, wenn ich die wieder scanne... Achso, das war ein Kreatur neu. Weiß nicht mehr, wie das Silber aussah. Ich weiß, dass ich das auch relativ lange beim ersten Mal gesucht hatte. Mal eben nochmal Luft holen. 30 Sekunden. Sagen wir mal so, sie haben die Blueprints neu verteilt im Gegensatz zu früher. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. So, jetzt sag bitte nicht, das ist Quarz. Es ist Quarz. Ja, und da habe ich anscheinend die Materialien noch nicht dafür. Ach doch, jetzt schon. Okay. Achso, da habe ich schon wieder Strahlung. Habe ich mich jetzt schon wieder so weit rechts gehalten? Das kann doch nicht sein. Wir brauchten Blei.
Local scans show a nearby cave entrance, depth 90 meters, leading to an unknown environmental biome. Uh-huh. Bye. 30 seconds. To Mars. 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Oh, es ist schon 100 Meter tief. Okay. Oxygen. Glaube, ich schwimme gerade ein bisschen falsch. Ich komme nämlich nie dahin, wo ich hin will. Ich will eigentlich genau in die andere Seite. Jetzt sind wir schon wieder voll. Uns fehlt Blei. Dann könnten wir zumindest da schon mal hin. Weil Fasern können wir jetzt ja schon herstellen. Einmal gucken wir, was der Laserschneider braucht. Damit könnten wir die Kisten öffnen. Ich gehe mal davon aus, der wird wieder eine Batterie brauchen. Ja, Batterietitan. Also Salz ist wirklich nur Salz. Okay. Da ist das Dingen. Rettungskapsel, Besatzung meldet defekten Segleiter. Aha. Das ist neu. Kompass. Aha. Aha. Das ist neu. Also, ich weiß nicht, ob es damals einen Kompass gab, aber der war definitiv nicht in so einem Live-Pod. Aber damit haben wir das Signal von dem Live-Pod. Achso, da ist auch noch was. Rettungskapsel 3. Okay. Okay, das müssen wir irgendwann mal gucken. Jetzt nicht gerade hier unter Wasser. Aber ich glaube, damit habe ich hier hoffentlich jetzt nichts übersehen. Oder? Sonst kann ich hier nichts machen. Kisten ist keine drin. Aufbrechen kann ich nichts. Ja, ich muss nach oben. Ah. Und wir sollten nach da. Damit ist das Ding auch weg. Brauchen noch ein bisschen Fische. Haben wir noch Platz? Einen, zwei. Was? Nur wechselt zu 1080p? 1080 sollte anwählbar sein. Eigentlich. Hoffe ich mal. Zumindest streame ich damit. Oder wollte ich. Achso, er hatte sogar die Frage gestellt. Ich streame 1080, 60. Und das hat nichts als Partner oder Nicht-Partner damit zu tun. Das hat damit zu tun, wie gut das Internet du hast oder wie gut dein Rechner kodieren kann. Er hat, gibt auch genug Partner, die halt auf 720p 60 streamen, weil halt besseres Internet nicht da ist. Das hat ja nicht damit zu tun, du kannst auch als Nicht-Partner höher streamen. Oder als Affiliate oder als Nix, also als Pleb oder so. Das geht auch. Aber ja, das ist nicht nur Partnern vorbehalten. Das ist ein Irrglaube. Ein Wasser und ein Snack würde ich noch gerne mitnehmen. Irgendwo ein Snackfish to go. Na, gib mir ja so einen Augenfisch. Und Petra, sei gegrüßt. Ja, auch fröhliche Weihnachten. Da sehe ich dich auch erst jetzt im Chat. Hast dich die ganze Zeit versteckt, so spät auch noch auf. Hilfe. Ich wollte hier den Fisch noch snacken. Fischi!
Habe ich ihn jetzt gefangen? Nein. Augenfisch! Dankeschön. So. Dann einmal essen und trinken. Einmal Wasser. Und einmal essen. Erst essen und dann trinken. So. Wir haben auch eine neue Nachricht, sehe ich gerade, auf dem Piepsemoped. Deswegen ist es hier gerade schon wieder am Blinken. Einmal Fisch essen und einmal Wasser trinken. Dann wollte ich Fasern. So. Dann brauchen wir noch immer Silber. Haben wir immer noch nicht. Der Rest wäre easy. Schwimmflossen haben wir. Blei. Blei kommt, also alle Erze sind im Moment rar. War ganz ruhig heute. Bin ein bisschen schlaflos. Da trieb es mich zu Markus. Das freut mich, Petra. Vielleicht kannst du ja dann noch einschlafen. Und Dibi. Auch so spät noch da. Anni. Im 34. mit Miep. Fröhliche Weihnachten an dich. Und Dankeschön für den Resub, Divi. Und Dopi, dir auch gewünscht. Wie geht's dir? Auch heute im großen Fresskoma zeigt die Himmelsrichtung. Ein Kupferdraht und ein Kabelsatz. Da ist die Frage, ob wir das hinbekommen. Das wäre hilfreich. Und Werkzeuge. Reparaturwerkzeug haben wir. Der Laserschneider, Diamant. Oh Gott, den haben wir auch noch nicht. Also Diamant brauchen wir auch. Eine Batterie, Titan und Höhlenschwefel. Also da fehlt noch eine ganze Menge. Jetzt habe ich nur vergessen, was ich gerade brauchte. Was wollte ich jetzt bauen? Jetzt habe ich es vergessen. Ich wollte was Cooles bauen. Was war's? Ich hab's vergessen. Den Kompass. Kupferdraht und Kabelsatz. Das ist beides da, ne? Kupfererz und Kabelsatz. Zweimal Silbererz. Rip me. Was? Geht so? Seit 2 Tagen nichts gegessen? Du warst krank, ne? Ist es immer noch nicht besser bei dir? Weil Weihnachten ist doch eigentlich das Fest des Essens. Das ist natürlich nicht so schön. Ich wünsche dann immer noch gute Besserung, Davy. Ja gut, da können wir im Moment nichts machen. Das heißt, wir haben immer noch das Problem, dass wir immer weniger Platz haben. Erstmal das Ding hier abspielen. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't warn us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing is trying to eat through the hull. Come get us all. Signal location uploaded to PDA. Interessant. Knochenhautentzündung bis auf den Kiefer runter. Und bei mir ist nicht viel mit Essen. Bin Weihnachten ganz allein. Allein bin ich auch, wie gesagt, wie wir es halt eben in Berlin, war jetzt heute bei meinen Eltern und hab mich dadurch gefuttert, morgen auch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was eine Knochenhautentzündung ist, aber wenn du sagst, irgendwas auf dem Kiefer, gut, ich weiß allein, wie schlimm es schon ist, wenn du irgendwie eine Macke am Gaumen hast, dass du nicht essen kannst oder am Zahnfleisch. Klingt auf jeden Fall nicht geil. Kann man es denn wenigstens sagen, um das Positive draus zu ziehen, das Zwangsdiät oder, aber eigentlich hast du die auch nicht nötig, von daher... Manch Mensch wäre glücklich, wenn er mal ein paar Tage nichts essen kann, weil er dann abnimmt. Aber gut, bei dir ist das, glaube ich, auch nicht der Fall. Von daher hat es auch gar nichts Gutes. Ich wünsche gute Besserung. Das alles im Mund ist super ätzend. Ah.
Im Öhrchen hat sich alles entzündet und ist dann in den Hals gewandert. Nicht schön, nicht schön. Ich hatte einmal tatsächlich zum Release von Last of Us 1, wo ich das Review machen sollte und auch wollte, hatte ich eine Rachenrückenentzündung. Das war eklig. Ich klang wie Darth Vader und ich konnte halt nicht schlucken. Und durch dieses Verschleimte, was da immer... Es war eklig. Dezent eklig. Wir brauchen mehr oder minder... Essen, Wasser, Wasser, Essen. Ich würde gerne erstmal noch ein bisschen Platz machen. 4 für eine Kiste, dass wir das Titan da mal rauskriegen. Sonst haben wir das ganze Titan da. Also letzt du eine weitere Kiste und dann ein bisschen Nahrung. Eine Kiste, die ist da unten, ne? Ja, 4 Titan. Dann möchte ich dann einmal das Titan da rausmachen, dass wir wenigstens ein bisschen Wasser auf Vorrat haben, weil anscheinend dauert der Progress doch länger als beim letzten Mal. Bauen wir die Kiste dahin. So. Und da packen wir das ganze Erz rein. Und meinetwegen auch das ganze Zeug, ist mir auch egal. Und dann ist die Kiste auch schon wieder voll. Das heißt, wir können schon wieder nichts umkisten. Fuck. Warum sind die Dinger so klein? So. Ja, komm mal mit. Oh, den habe ich noch gar nicht entdeckt gehabt. Der Lochfisch. Und Pasi-Hasi, sei gegrüßt. Guten Abend. Oder guten Morgen. Oder was auch immer. So, in die Richtung. Ja, das ist ja gar nicht so weit weg, glaube ich, ne? 100 Meter. Und Vanilla, dir auch fröhliche Weihnachten gewünscht. Und alle, die ich eventuell übersehen habe, nicht böse gemeint, wünsche ich euch natürlich auch. Im Moment wollte ich jetzt gerade noch ein, zwei Wasserfische fangen. Dass wir noch mal ein bisschen Wasser wieder auf Vorrat haben. Alter, die zu fangen ist echt ein bisschen frickelig. Das ging mit Maus und Keyboard ein bisschen besser. Oder ist Gewöhnung, man weiß es nicht. Ich schwimme mich immer dran vorbei. Den Metallschrott lassen wir mal liegen. Ich habe hier vorne noch eine Kiste gesehen. Oh, es gibt sowieso Titan. Ja, wie gesagt, das klingt nicht toll. Krank sein, fassen wir mal zusammen, ist einfach scheiße. Wir sollten es einfach machen wie Dr. Planlos, einfach nicht krank werden und sagen, gesund ist geiler. Leider schaffen wir das nicht immer. Bemühe mich auch immer. Aber so ein bisschen Schnüpfchen habe ich auch. Deswegen auch so ein bisschen leicht nasal. Keine Ahnung. Hoffe, dass da halt nichts Männliches draus wird. Macht das, Kosmos. Ja, morgen geht's bei uns auch in die zweite Runde. Morgen gibt's Gans mit Rotkohl oder so. Das ist Kalkstein mit Kupfer. Was? Mubert hat zu viel Eierpunsch? Wieso? Und Hoden. Naja, vielleicht weiß der Mubert schon Dinge, die du nicht weißt. Die zukünftige Ausrichtung. Oder so. Da war Titan drin. Ich würde noch ein, zwei Fische mitnehmen und dann die mal eben kochen gehen.
Oxygen. Wobei, da fällt mir tatsächlich der Soundtrack ein von Persona 4. Wie das habe ich ja erzählt, Vivi und ich spielen gerade Persona 4. Da ist ein Soundtrack drin. Wenn du einmal das Falsche hörst, hörst du es die ganze Zeit. Und der Refrain von dem Lied geht tatsächlich in einer Tour. Are you lesbian? Are you lesbian? Are you lesbian? Alter Schwede, wenn du das einmal hörst, kriegst du es nicht mehr aus dem Kopf. Danke, Lilly. Ja, aber da kann man schon verstehen, wenn man dann einmal im Club der Hodenhasser ist, da kommst du dann auch nicht mehr weg oder so, Kappa. Eieiei. Was sagt eigentlich Nerd dazu? Ah, schön. So, einmal Wasser wassern. Okay, war jetzt mit ein paar Wasser. Und ein bisschen Essen. Goodie. Mutti. Alter Schwede, wir hatten ein bisschen Durst anscheinend. Ja, das war das. Und dann geht die Reise weiter nach den Materialien, die wir bis jetzt noch nicht gefunden haben. Okay, wo ist denn jetzt das Signal? Da. Ist in 100 Metern. Tangiert mich nur peripher. Wow. Also Subnautica zusammenfassend ein Solospiel mit Story ohne Multiplayer, wo man craften muss in einer Unterwasserwelt. Absolut richtig, Jack Dom. Absolut richtig. Und im Endeffekt ist es unterteilt in mehreren tiefen Metern und du musst quasi die vorherige Tiefe meistern, indem du damit quasi Ressourcen baust aus der Tiefe, um in die nächste Tiefe zu kommen. Teilweise sind die Dinger halt so ein bisschen überlappend, dass du halt ein bisschen was riskieren musst, um halt in die Tiefe halt zu kommen. Aber ja, du kommst dann halt immer tiefer, da gibt es halt verschiedene Biome. In den Biomen gibt es halt Ressourcen und die brauchst du halt eben für die Klamotten zum Bauen. Und wir halt das erkunden und lernen halt so der Build Order und so. Ich mag das halt. Und es sieht dabei halt eben fantastischer aus. Und du kannst halt eben nicht viel falsch machen oder so, dass du halt stirbst oder stuck gehst oder so. Das Einzige, was halt passieren kann, wenn du halt wirklich nicht viel erkundest oder so, dass du halt Dinge übersiehst und es dann irgendwann frustig wird. Aber im Zweifel habe ich dann halt den Chat, um zu fragen, wo irgendwas ist, wo ich mal gucken soll. Ich weiß nämlich, dass ich irgendwann beim ersten Mal auch was nicht gefunden habe. Ich glaube, das war an einer ähnlichen Stelle, dass ich da die Erze halt nicht gefunden habe. Ich habe jetzt eine PSVR. GEZ quasi. Die war super im Angebot, ne? Habe ich auch gesehen. Die war ja fast ein Schnäppchenpreis. Dann berichte mal doch die Spiele, die du spielst. Oder Empfehlungen. Was ich mir noch angucken möchte, ist halt Moss und Persistence. Was halt bis jetzt cool war, waren ehrlich gesagt auch die Dinge, die ich gestreamt habe. Die haben halt extrem Bock gemacht. Und viel... Achso, du spielst ja Resident Evil nicht. Sonst hätte ich gesagt, viel Spaß bei Resident Evil. Also hier ist Quarz, eine Menge. Also Quarz zu finden, kein Problem. Ja, da vorne ist das Ding. Okay. Ein ganzes Set mit Kamera und zwei Spielen. Ja, kannst du nichts gegen sagen. Absolut fairer Preis. Was? Holy shit. Da ist Smash Bros. Draußen und Steam ist vollgemittelt mit irgendwelchen Beat'em-Ups. Naja, es gibt halt 1000 verschiedene, glaube ich. Oder nicht? Also muss ja jetzt nicht nur Smash Only sein.
Static, Institution of Redemption. War ein cooles Game. Hat mir Spaß gemacht. Empfehlung geht raus. Haben wir ja gespielt. Ah, das sind diese Viechers. Ah, Dämonenfragment. So, aber da war sonst nichts drin, ne? Sieht nicht so aus. Moss habe ich auch schon runtergeladen. Ja, da bin ich mal gespannt. Das habe ich selbst noch nicht gespielt. Das sah aber unglaublich cute aus. Hatte ich am Anfang vom Stream oder besser gesagt heute beim Labern erzählt. Nächstes Jahr wollen wir noch ein bisschen umbauen, dass ich auch ein bisschen mehr Platz habe. Plus halt noch irgendwie ein anderes Headset. Also ein Headset an sich, weil mit dem Mikro halt PSVR ist halt kacke. Ich meine, hörst ja, sobald ich halt mich ein bisschen bewege, ist halt der Ton weg. Und das funktioniert halt eben nicht mit der Kamera. Beziehungsweise mit dem Headset-Moped. Aber Bock hätte ich schon. Bock hätte ich schon, klar. Jetzt, wo ist denn die Kapsel hin? Ah, da. Oh, das sind nur Teile, ne? Seemottenfragment. Ja, das hatte ich ja schon. Quarz. Ey, kein Glück mit Silber. Was war das? Auch Kupfer und Titan. Also unspannend. 30 Sekunden. Die Fische hatte ich ja schon. Ich habe ja Wasser gemacht. Ich hatte ja kein Wasser mehr. Nahrung kann ich mir ja immer relativ easy snacken. Geht halt darum, die Fischmopetze, also die Wassermopetze zu fangen. Und da hatte ich ja ein paar gemacht, mich voll gemacht, habe jetzt ja auch noch zwei Wasser im Inventar. Alles easy. Und zwei oder drei Wasser habe ich auch noch in der Basis. Aber das passt. Dit ist nicht das Problem. Wie gesagt, auch wenn ich froh bin, wenn ich das dann irgendwann mal automatisiert habe. Okay, die kann ich nicht scannen anscheinend. Da geht's einfach tief nach unten. Ein bisschen intuitiv ohne Sauerstofftank. Echt? Ist die Build-Order jetzt echt tatsächlich Seemotte vor Basis? Aber ich kann die Seemotte doch noch nicht bauen, ohne das Dock zu bauen, oder? 30 Sekunden. Ich brauche doch das Konstruktionsdeck, oder? Kann doch nicht so viel Pech haben. Und Grim Nemolin. Dankeschön für deinen Host, Reinhard. Frohe Weihnacht gewünscht. Sei grüß, mein Lieber. Eigentlich nicht. Ja, aber dann habe ich gerade extrem viel Pech anscheinend mit den Erzen. Weil letztes Mal war definitiv die Basis zuerst. Und dann das Dock und dann Zeug. Nur im Moment habe ich echt Pech anscheinend, was Silber und Zeug angeht. Verdammt, es ist dunkel. Ich finde echt nur Quarz. Mineralien finden kann aber am Anfang etwas schwierig sein. Ja, du musst einmal wissen, wo. Dann ist easy. Hallo, gute Nacht. Bin schon weg. Was hat er gespielt, Grimm? Was habt ihr denn gespielt? Na, jetzt ist natürlich auch noch nachts. Also hier müssen wir uns auch nochmal umgucken, weil da kann ich irgendwann mit dem Schnitter dann natürlich rumschnittern.
der Leviathan ist hier irgendwo am rumdödeln. Das war auch Quarz. Alles Quarz. Es müsste eigentlich so um die Tiefe, zumindest im Early Access war es so um die Tiefe 50, 70 Metern auf irgendeiner Sandbank. Diablo, Diablo? Nee, Dark D3? Diablo 3? Dark Souls 3? Glaub, du suchst falsch. Wieso suche ich falsch? Wie sucht man richtig? Diablo 3? Nee, da warte ich auf Diablo 4 oder Torchlight Frontiers. Nochmal Diablo, glaube ich, möchte ich nicht anfangen. Warum suche ich falsch, Rippy? Jetzt sag nicht, es könnte ein Quarz drin sein, dann weine ich. Oh, ich sehe gar nichts. Mineralien sind an Wänden. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ich wusste nur nicht mehr, ob du tatsächlich die an den roten Bänken waren. Da war es Quarz, was damals da war. Okay, aber wünsche ich dir auch, sei gegrüßt. Mach das, Pasi, mach das. Ah, es wird wieder hell. Ja, an solchen Dingern, die nach unten gehen. An solchen Überhängen, also Biomübergänge. Gibt's noch was anderes außer Kalkstein? Ja, klar, Jigdom, klar. Das suchen wir ja gerade. Ich hab's nur halt leider noch nicht gesehen. Das vielleicht. Das ist aber auch wieder nur Kalkstein. Und da ist auch nichts drin. Ich muss nochmal schon mal wieder ganz kurz ein Lüftlein holen. So. Irgendwo an den Wänden von den Klippenübergängen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben es ja vor 2 Jahren schon im Early Access gespielt und jetzt wieder die Final Version. Im Moment sehe ich es halt nicht. Das ist so wie, du suchst es und findest es nicht, aber wenn du es einmal gesehen hast, dann findest du es immer wieder. Weil ich weiß eben auch nicht mehr, wie die anderen Dinge aussahen. Säurepilze? Nee. Auch wieder nur Quarz. 30 Seconds. Ja, geht's nochmal nach unten. Alter. Gib mir mein Eisen. Nee, Quatsch. Gold, Silber, Bronze. Und Chakra, ist das richtig? Das letzte heißt Helldancer, dann heißt es Chakra Helldancer. Sei gegrüßt, schönen guten Abend. Da vorne ist noch was, aber das sollte ja eher an der Wand rumhängen. Chakra ist richtig, okay. Was ich suche, prinzipiell irgendwas, was nicht Kalkstein und nicht Quarz ist. Alles andere würde ich erstmal nehmen. Weil im Moment finde ich halt tatsächlich nur Quarz und Kalkstein. Und also Salz. Salz brauche ich auch nicht. Also Bronze, Silber, Gold, Blei bin ich bei allem dabei. So, was ist das? Das ist auch wieder nur Titan.
Außerdem findest du nicht alle Metalle in jedem Biom. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Deswegen gucke ich mich ja auch um. Aber ich habe halt eben noch gar nichts gefunden, außer den, da haben wir Sandstein. Und da haben wir irgendwas Neues gefunden. Was immer das jetzt auch war, ich weiß es nicht. Aber wir können es gleich feststellen, wenn ich ersaufe. Moment. Ja, Kupfer ist in Kalk, klar. Das ist ja direkt am Anfang kommen, weil er direkt ja aus Kalk halt alles rausbekommst. So. Und wir haben bekommen unser erstes Gold. Okay. Ah. Hast du dich schon vergiftet? Nein. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Bis jetzt bin ich von diesen komischen Bläsern weggeblieben. So, jetzt ist die Frage, ist hier irgendwo noch mehr? Das ist nix. Da. Also Sandstein war das, ne? Nicht Kalkstein, sondern Sandstein. Schon wieder Kalkstein. Da. Auch Kalkstein. Alter, war das jetzt gerade ein Glücksgriff oder was? In Sandstein könnte drei unterschiedliche Erze drin sein. Ja, das ist ja okay. Wenn ich Sandstein finde und Sandstein erzen kann, ist alles schick. So. Mehr Sandstein braucht das Land. War ich gerade tiefer, Chat? Jetzt finde ich nämlich schon wieder nur Kalkstein. Ist auch nicht. Oh. Da unten sind schon mal wieder irgendwelche Alien-Eier. Ja, die will ich aber nicht. Salzablagerung. Und fucking awesome. Frohe Weihnachten. Oh, Subnautica. Ist das Spiel jetzt mal fertig? Is it? Is it? Fucking awesome. Dankeschön. Für 43. Ich habe ein paar Fische gepult. Wir wollen ganz kurz Luft holen. Uff. Na, da waren wir ja eigentlich schon. Das war das Shuttle 17. Ein paar sie gleich mehrere. Ey, ja, die Schweizer, die kaufen gleich mit Rabatten. Warum auch nicht? Kalkstein. Sandstein, das sah nach Silber aus. Davon habe ich auch noch eins gesehen. Das hätte Blei sein können. Maybe. Genau, ganz genau, Rippi. Man muss es halt eben dann erstmal nur finden. Aber das Angebot, ohne Kuh hätte ich nichts davon gewusst. Okay, hätte ich das vielleicht erwähnen sollen. Ich dachte, ihr wärt nicht so interessiert dabei. Tatsächlich, ohne die Games war es teilweise für 150 sogar drin, Mieze. Also wie gesagt, nur Kamera und die PSVR für 150, mit den Spielen 200 quasi. Aber die war super günstig jetzt vor Weihnachten im Angebot. Ja, bedenke aber, du brauchst noch die PlayStation Move-Knüppel. Ohne die Move-Knüppel gehen manche Spiele nicht. Und die sind mittlerweile scheiße teuer. Ich hatte das Glück, dass Lumbo mir seine geliehen hat. Da zahlst du für ein Move-Controller-Set, glaube ich, mittlerweile auch 60, 70 Euro. Und früher wollte die keiner haben bei PlayStation Move. Da haben sie dir die quasi hinterhergeschmissen und, ja, war nichts wert. Das heißt, wir haben ein Silber und ein Gold und ein Blei. Also von jedem eins. Okay. Das ist schon mal nicht ganz falsch. Ja, es ist wirklich Wucher. Tatsächlich. Wert Lumbo hatte halt noch die PlayStation Move-Knüppel von damals gehabt, die hat er mir halt geliehen. Auf unbestimmte Zeit, die wird er nie wieder bekommen, aber verratet es ihm nicht.
die zweite Version der PSVR ist besser. Hab meine erste Version ausgetauscht gegen die zweite. Jetzt bin ich aber gespannt, was ist denn besser? Ich weiß, was besser ist. Ich will jetzt nur mal sagen, warum die besser ist, weil mich interessiert es ehrlich gesagt null. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. 30 seconds. Klar, wenn man die zweite Version halt bekommen kann, warum nicht? Würde ich dann auch nehmen, weil neuer eigentlich besser, aber ich weiß halt, was verbessert wurde. Ja, das interessiert mich halt nicht. Laut Amazon gewöhnlich was anfällig in 1 bis 2 Monaten. Ja, und die sind auch scheiße verfügbar. Der Kopfhöreranschluss. Korrekt. Plus die Kabelführung. Auch beides interessiert mich nicht sonderlich. Aber ja, richtig. Weil ich habe halt sowieso übers Mischpult. Ich schließe es halt nicht an die PSVR an. Hallo Leviathan. Ja, ja, genau wie Star Wars und Indiana Jones. Hat nicht stattgefunden. Fucking awesome. Die gab's nicht. Die sind einfach mal gelöscht worden. Und Selbstscan habe ich gelesen. Hatte ich am Anfang gemacht. Will ich erstmal nicht machen, weil ich verliere kein Leben. Ergo ist prinzipiell alles gut. Bioreaktor. Metallschrott. Metallschrott. Und solange wie ich nicht scanne, da habe ich keinen Lupus und Krebs. Weißt du schon, deswegen geht's mir gut. Kalkstein brauche ich nicht. Leider noch nicht, Körper. Also, was heißt noch? Ich weiß auch nicht, ob es irgendwann mit PSVR läuft. Ich habe mit Unknown Worlds gemailt. Von denen habe ich auch den Key bekommen für die PS4. Und genau die Frage habe ich halt Unknown Worlds halt geschrieben, ob sie es eventuell auch für die PlayStation VR noch umsetzen. Bin mal gespannt, ob ich eine Antwort bekomme. Weil dann würde ich es eben auch gerne nochmal mit der Brille spielen, weil das kann ich mir sehr, sehr geil vorstellen, muss ich sagen. Also bis jetzt halt nur auf Steam mit Vive oder Rift. Leider. Ah, okay, das war gar nichts. Das sah so aus. Weiß nicht, ob der... Also ich hatte in Erinnerung, dass der Sandstein auch tatsächlich hier zwischen diesen roten Dingern sein konnte, aber irgendwie liege ich wohl falsch. Da unten könnte noch Sandstein sein, aber das ist Kalkstein, richtig? Ja, natürlich. Und weil ich unter oder über 100 bin, verliere ich im Moment auch sehr schnell die, den Sauerstoff. Da unten 2. Ja. Direkt unter dir. Ach, hört da auf. Wo denn? Da? Wo war der andere? Da? Nee, das ist Kalk. Wo soll denn der zweite sein? An der Wand gegenüber. 30 seconds. Aua. An der Wand gegenüber. Hab's immer noch nicht gesehen. Der fiese Backseat-Effekt. Ihr seht halt mehr, weil ihr in Ruhe gucken könnt und einen kleineren Bildschirm habt. Verdammt. Sollte demnächst auf dem Handy streamen. An der Wand gegenüber. Links von dem Boot. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ah, da. Das sehe ich. Blei. Immer diese blinden Streamer. Nein!
Tatsächlich, der Unterschied dabei ist, ich gucke relativ dahin, wo in der Mitte der Zielpunkt ist. Ihr könnt den gesamten Bildschirm angucken und tut es auch wahrscheinlich. Was ich halt nicht tue, weil ich genau eben dahin gucke, wo ich hinziele. Ihr erfasst das Bild gesamtheitlich, während ich halt punktuell gucke. So. Also prinzipiell würde ich gerne hier noch ein, zwei Dinger mitnehmen. Das heißt, mit Blei haben wir jetzt eigentlich schon den Anzug fertig, den radioaktiven. Also den Bleianzug, den Bleischutzanzug. Hilft uns aber jetzt noch nicht bei der Tiefe. Das heißt, wir bräuchten immer noch Silber. Ja, ich bin jetzt auch dumm, hier unten zu gucken. Silber und Gold für Zeug. Da ist nochmal Kalkstein. Da ist Kalkstein, ne? Das war Kalkstein, ja. I would say, es ist Kalkstein. 30 seconds. Okay. Ja, Hunger, Durst nimmt auch zu. Das heißt, so lange kann ich nicht mehr rumdödeln. So. Okay, hier werden einfach weihnachtlich Leute gebannt. Lily is on fire. Ja gut, jetzt ist dunkel, jetzt sehe ich wieder gar nichts. Dann brauchen wir Essen und Trinken. Jetzt sammeln wir uns jetzt auf dem Weg noch. Und ich glaube, komm, es wird schlaf gut. Alter Schwede, auch schon 4.30 Uhr sehe ich gerade. Wie schnell die Zeit vorgeht, wenn man hier einfach nur rumdümpelt. Aber immer noch ein sehr cooles Game. Also macht Spaß, würde ich gerne weiterspielen. Werde auch nochmal ein Looky-Looky auf die Trophy-Liste machen. Was wir denn alles machen müssen. Nehmen wir erstmal mit. Ein, zwei Fischchen für die Ernährung. Den habe ich, glaube ich, nicht gefangen. Mal hin, da. Nee. Was? Wir scheinen das Abo gebettelt? Was? Ich habe es nicht gelesen. Tatsächlich war Lilly wirklich schneller, als dass ich es lesen konnte. Also ich habe es nicht gesehen, warum gebannt wurde oder so. Please don't ask me. Ask Mods. Alter Schwede, diesen Fisch zu fangen. Ah. So. Das heißt, wir haben jetzt zwei Fische. Dann nehmen wir mal zwei mit. Dude. Fischdut. Nehmen wir auch noch mit. Es sind Ferien, ne? Ja, tatsächlich. Kinder haben heute wahrscheinlich zu Weihnachten Fortnite von den Eltern bekommen. Und jetzt ist es in der Welt überall wie in Fortnite. Oder so. Nein, nein, nicht schon wieder so ein Explosiv-Suizidbomber. Geh mal bitte weg, ey. Aber gut zu
wissen, dass der ja nachspawnt. Für die Batterien irgendwann. Oh. Den und da drüben war noch einer. Noch einer und noch einer. So, es sollte. Na gut, da ist noch einer irgendwo gewesen, oder? Den durfte ich noch auch bannen. Ich durfte auch einen bannen. Yay! So. Dann. Ah. So. Essen, trinken. Let's do it. Und einmal erstmal eine Menge Wasser. Der wollte witzig sein. Ich wollte auch nur witzig sein. Lass mich auch mal jemanden bannen. Ausrufezeichen Dampf. Genau, da gibt's Lilly auch schon aus. Dankeschön. Da findest du alles, was relevant ist. Und dann nochmal ein bisschen Nahrung. Und Luki wünsche ich dir auch. Und einmal ein Glubscher. Und noch ein Glubscher. Habe ich drei Glubscher gemacht? Na gut, okay. Dann essen wir mal ganz kurz. Können uns einmal ganz kurz das Medipack snacken. So, sind dann auch voll. Das passt. Und dann haben wir noch eine Nachricht. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands. Ella, die auch. See what alles the long range scans pick up in the meantime. Man hat's halt so oft schon heute gesagt, nutzt sich zwar nicht ab, aber man weiß ja gar nicht mehr, wem man es gewünscht hat. Alles gut. So, was können wir denn Neues bauen? Das heißt, wir haben jetzt zwei, drei Mineralien bekommen. Das heißt, ich kann Plaststahlbarren aus Titanbarren und Lithium. Okay. Hey, du hast einen Schimmer. Ich könnte jetzt endlich den Kabelsatz bauen. Und den Computerchip. Richtig? Weil ich den Kupferdraht bauen kann, den ich noch habe, irgendwo. Den hatte ich ja schon gebaut. Dann kann ich den Kabelsatz bauen. Und dann müsste ich wiederum das Konstruktionsmoped bauen können. Alternativ kriegen wir auch die Tauchflasche dann hin. So viele Möglichkeiten. Den würden wir dann auch hinkriegen. Ja, so viele Entscheidungen. So viele Entscheidungen. Wobei, ich würde fast sagen, ey, schon 16:30, so lange wollte ich eigentlich gar nicht machen, ey. Uff. Lass uns dann morgen weitermachen. Dann überlege ich mir, was wir morgen bauen. Werkzeuge könnten wir auch das Tool bauen. Das Konstruktionswerkzeug, da brauchen wir den Computership, Kabelsatz und eine Batterie, Basismodule und Vorrichtung aus Rohmaterialien. Ich weiß jetzt nicht, was wichtiger wäre. Der Laserschneider, da haben wir noch keinen Diamant. Kann ich denn hier speichern? Nur mal so nebenbei. Speichern. Achso, haben wir noch gar nicht gemacht. Spielstand speichern. Ja, perfekt, machen wir das doch mal. Spielstand speichert. Gespeichert, I would say. Nee, weiß ich leider nicht. Ich hätte es auch lieber auf der PS4 gespielt, Crazy Leo. Allein wegen der Trophies bin ich absolut bei dir. Angeblich, sie haben es nicht ausgeschlossen, aber erstmal soll jetzt der Steam-Release irgendwann kommen.
Und wenn es dann nochmal irgendwann auf die PS4 kommt, achso, ich kann gar keinen Spielstand auswählen, dann weiß man es nicht, keine Ahnung. Also ich wollte nicht warten, weil das Spiel tatsächlich echt geil war und auch extrem Spaß gemacht hat. Einmal verlassen, bist du sicher? Jawohl, ja. Ich mach mich nochmal ganz kurz groß.